analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Philosophie und Linguistik und Popkultur beschäftigt und auch mit allem dazwischen. Und wir sind Paul, der Sprachwissenschaftler, und Rebecca, die Philosophin. Genau, und unser heutiges Thema ist sozusagen ein eher sprachwissenschaftliches, wobei es aber ursprünglich aus der Sprachphilosophie kommt. Deswegen kann Rebecca natürlich auch dazu Dinge sagen. Und wir werden nämlich heute uns mit etwas auseinandersetzen, was einerseits, finde ich, glaube ich, jeder kennt, aber andererseits ist es ein bisschen schwierig, das zu erklären, nämlich wie funktionieren eigentlich Witze, wie funktioniert Humor. Dazu wollen wir irgendwann vielleicht eine ausführlichere Folge machen, aber wir dachten, so als lockeren Einstieg machen wir das am Beispiel der Sitcom, die in den 90er und 2000er Jahren relativ bekannt war, Friends, so als Beispiel, und werden daran erklären, wie der Sprachphilosoph Paul Grice sozusagen, der hat ein Prinzip sich ausgedacht, das kennen manche auch, selbst wenn sie nicht Germanistik studieren, das Kooperationsprinzip nach Grice. Und es wird oft ein bisschen missverstanden, und deswegen ist es, glaube ich, ganz spannend, wenn wir heute ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil ich denke, dass es nicht nur um, sage ich mal, in Ausschnitten Humor einigermaßen gut zu erklären, man erklärt damit nicht alles, was mit Humor zu tun hat, aber vieles, aber auch um menschliche Kommunikation ganz gut zu verstehen, ist das, glaube ich, ganz nützlich, und das ist ja so ein bisschen mein Spezialgebiet, deswegen werde ich da am Anfang ein bisschen mehr darüber sprechen, aber am Anfang habe ich für dich eine Frage, Rebecca, denn ich weiß ja, dass du durch dein Germanistikstudium hast du ja auch das Kooperationsprinzip kennengelernt. Was weißt du denn noch darüber? Ja, ist ja blöd, dass du mich das jetzt fragst, weil ich habe auch den Text gelesen, den wir beide vorbereitet haben. Ja. Deshalb weiß ich es natürlich noch ziemlich frisch. Aber ich habe mich auch vorher gechallenged. Also ich habe vorher, so bevor ich den Text gelesen habe, so drüber nachgedacht, was ich eigentlich noch weiß. Und ich wusste halt, wenn ich an Grice denke, denke ich halt an die vier Maxime. Und ich habe dann versucht aufzuzählen, ob mir noch alle einfallen. Und mir sind 3 von 4 eingefallen. Genau, ich weiß nicht, ob ich die jetzt auch noch sagen soll. Also ich kann dir sagen, aus der Korrektur ganz vieler Klausuren zu diesem Thema weiß ich, dass die meisten diese vierte auch vergessen. Ja, aber hey, bei mir ist es natürlich auch schon, keine Ahnung, 7, 8 Jahre her oder so. Ja, klar. Nee, aber ich dachte, also auch in dem Text standen ein paar Sachen, wo ich dachte, das ist auch schon ein bisschen dieses populärwissenschaftliches Missverständnis. Also wir haben einen Text gespannt, dazu gelesen von 2 ForscherInnen aus Taiwan, die sich eben mit Friends beschäftigt haben und da den Humor untersucht haben. Und bitte verzeiht mir, falls ich den Namen falsch ausspreche. Also es sind eben Yu Wen Wu und Yong Chen. Und die haben eben sich Friends angeschaut in Hinblick auf, ob man den Humor tatsächlich mit Hilfe dieser Maximen und dem Kooperationsprinzip von Grice erklären kann. Und der Gedanke dahinter ist natürlich, sie nennen so ein paar Sachen, wofür man das natürlich anwenden kann, warum ist das eigentlich nützlich, ist natürlich gerade, wenn man so zum Beispiel jetzt andere Sprachen lernt, dann könnte man sagen, ja, Sprachen lernen ist ja erstmal sowas wie Regeln der Grammatik und die einzelnen Wörter und Vokabeln. Aber sie sagen halt, naja, man muss ja auch, wenn man eine andere Sprache lernt, muss man ja zum Beispiel auch ein bisschen diese Kultur und Mentalität verstehen, die Art, wie man kommuniziert. Mhm. Und da ist Humor eine ganz interessante Sache, weil das ja, sage ich mal, so sehr spontan ist. Also wenn ich einen Witz erzähle und niemand lacht, habe ich automatisch gelernt, das war anscheinend keine gute Art, einen Witz zu erzählen. Mhm. Genauso kennen wir das, glaube ich, alle, wenn wir mal zum Beispiel Fernsehen aus einem anderen Kulturbereich schauen, was sich so das Standardbeispiel, was immer genommen wird, ist so japanisches Fernsehen, so mit, das ist doch überhaupt nicht lustig, das ist super krass oder so. Wobei ich inzwischen wiederum weiß, aus anderen Texten, die ich gelesen habe, über Japan, dass natürlich, wie man es halt so kennt, wenn wir hier in Deutschland mitkriegen, was läuft denn alles im japanischen Fernsehen, werden uns natürlich nur die absurdesten Sachen gezeigt. Ja, das ist so, als ob irgendjemand in Japan sagen würde, guck mal, das ist deutsches Fernsehen, und dann sieht man irgendeinen blöden Ausschnitt aus so einer Reality-TV-Show wie Big Brother, und dann sagt man, ja, krass, was gucken denn die Leute in Deutschland oder so. Ja, okay. Deswegen, aber das war trotzdem mein Beispiel. Also wenn man in andere Kulturen sich eindenkt, will, ist vielleicht Humor gar kein schlechter Ansatz, zu gucken, wie funktioniert eigentlich der Humor zum Beispiel in den USA. Mhm. Und deswegen schauen die sich dann eben Friends an, weil es eine der beliebtesten Serien an. Ich fand es eigentlich auch ganz witzig, weil sie so eine Mini-Studie in gewisser Weise, um zu schauen, was sind denn überhaupt, was kann als Witze gezählt werden, nehmen sie als ersten Anhaltspunkt, das hat man ja bei Friends, diese eingespielten Lacher. Mhm. Und dann sagen sie, und jetzt haben wir 2 MuttersprachlerInnen Friends gezeigt, ein paar Episoden, und die sollten dann immer notieren, wenn sie an der Stelle, wo die eingespielten Lacher sind, auch selber wirklich lachen, schmunzeln, kichern mussten. Ja.
Und das gab eine Deckung von 78%. Und das fand ich auch ganz cool, weil es ist bei mir intuitiv ähnlich, wenn ich die Serie gucke, dass ich nicht bei jedem Lacher denke, ja, das ist, also auch lache, oft denke ich so, das ist jetzt nicht witzig, das ist jetzt so, naja. Aber das ging mir schon immer so bei Sitcoms, dass ich eher so, sag ich mal, 2/3 der Witze mitnehme und beim Rest denke, naja, vielleicht finden das andere witzig. Aber 78% ist ja schon viel, ne? Also ist die Frage, ist ja, was wurden die gefragt? Also ob sie selber lachen oder ob das jetzt witzig war? Weil das ist ja ein Unterschied. Also ja, soweit ich es verstanden habe, ob sie selber gelacht haben. So dann ist das ja relativ viel. Also dann ist es ja eine sehr, sehr witzige Serie. Aber so, oder so einen Lachimpuls hatten. Mhm. Ich meine, ich merke auch so, dass ich was witzig finde, aber ich bin ja auch jetzt nicht jemand, der so laut als lacht. Ich mache ja so, okay. Und dann ist schon okay. Das gilt auch schon, würde ich mal sagen, für diese Untersuchung. Einfach so, fanden sie das witzig und so. Und man spürt ja dann so, also ich würde behaupten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ja schon so, wenn ich was witzig finde, aber nicht so, dass ich sofort lauthals lachen muss, würde ich trotzdem eindeutig sagen können, ja, ich finde es witzig, in meinem Kopf ist irgendwas passiert, was einen Lachimpuls auslöst, den ich vielleicht nicht umsetze oder so. Ja, bei mir ist es entweder Augenrollen, weil ich es gar nicht witzig finde, aber... Ja, das ist ja natürlich so. Dann auch kein Lachen. See what you did there. Oder ich lache ein bisschen oder ich lache sehr. Ich bin nicht so ein Sitcom-Mensch, deshalb lache ich nicht so oft sehr. Also was ich ganz interessant fand in dem Text vorher, vielleicht macht das ja auch Sinn, da nochmal kurz drüber zu reden, die haben ja so eine Unterscheidung auch kurz angesprochen von Amy Carroll. Ich hoffe, das ist richtig. Ich muss dazu sagen, ich habe den Text vor ungefähr 2 Wochen gelesen, weil wir die Folge eigentlich früher aufnehmen. Und ich habe den jetzt nicht nochmal gelesen, habe nur meine Notizen. Ich habe eine sehr schlechte Handschrift. Oh deshalb ja, hoffe das ich, kann ich bestätigen. Dass sie Amy Carroll heißt. Die unterscheidet zwischen Joke-Kompetenz und Humor-Kompetenz. Also so Witz-Kompetenz und Humor-Kompetenz. Mhm. Und ich habe das nochmal kurz nachgeguckt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Joke-Kompetenz zuerst da. Das ist nämlich die Kompetenz herauszufinden, ob ein geschriebener Text oder Satz ein Witz ist oder nicht. Also ob es jetzt ein Witz ist oder ein Einkaufszettel zum Beispiel. Ja. Das kann man mit der Joke-Kompetenz ermitteln. Während die Humor-Kompetenz danach kommt und dann sagt, ob das jetzt witzig ist oder nicht. Genau, deshalb habe ich das eben nochmal gefragt, ob die Leute, weil wenn die gefragt wurden, mussten sie lachen, dann wurde ja ihre Humor-Kompetenz getestet sozusagen. Ja, 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 ja. Oder genau. Also ob das übereinstimmt mit den eingespielten Lachern. Aber nicht die Joke-Kompetenz herauszufinden, war das überhaupt ein Witz? Ja, ja. Was ja auch sinnvoll ist, wenn das war ja sicherlich ein Witz, sonst wäre kein Lacher eingespielt. Klar. Aber diese Unterscheidung fand ich irgendwie ganz interessant. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, die ist auch, finde ich, ganz spannend. Ich weiß auch, ich finde es auch selber immer interessant, weil ich jetzt gerade in meinem Freundes- und Verwandtenkreis sind ja so viele junge Menschen, also Kinder, die wo ich genau merke, so kann man schon Witze machen oder noch nicht, oder welche Art von Witzen ist vielleicht noch zu weit weg und so. Ich glaube, genau da spürt man dann genau diese Unterscheidung noch stärker, dass man irgendwie merkt, das Kind jetzt, es ist schon in der Lage zu erkennen, dass ich einen Witz mache und vielleicht auch zu lachen, aber selber würde es das, glaube ich, nur zum Beispiel noch nicht hinkriegen, einen ähnlichen Witz zu produzieren. Und das ist, glaube ich, schon immer so eine zweistufige Angelegenheit, wenn man das lernt. Ja. Aber ich finde es eh spannend, wie man das eigentlich lernt oder wie man das ist, ne? Also es gibt ja manchmal so Leute, wo man schon das Gefühl hat, die sind ja von Natur aus so humorbegabt und so. Das ist ja auch, ich meine, das ist zum Beispiel, das weiß ich noch aus meinem Psychologiestudium, wenn es um so Partnerschaftspsychologie ging, dass man ja, wenn man so guckt, ist sozusagen eine der wichtigsten Eigenschaften, die immer angegeben wird, ist vielleicht nie die Top-Sache, die angegeben wird oder so, aber schon unter den Top 3 bis 4, und zwar in verschiedene Geschlechter und in verschiedenen sexuellen Orientierungen ist Humor immer so, unter den Top 5 halt. Ne? Ja, es wird immer genannt. Ja, genau. Und das ist irgendwie ganz spannend. Ich habe da eben drüber nachgedacht und oder auch damals schon viel dazu gelernt. Und im Prinzip ist ja, wenn man so drüber nachdenkt, ich habe mich auch mal, da können wir dann länger drauf eingehen, wenn wir unsere Humorfolge machen, die ähnlich wie diese Horror-Trilogie, die wir gemacht haben, die noch nicht abgeschlossen ist übrigens, aber das wissen wir und warten noch auf euer Feedback und eure Tipps und haben uns schon einiges angeschaut. Aber wir wollten ähnlich auch eine Humor-Trilogie machen. Aber um es ganz kurz zu machen, so die kürzeste Definition, die ich jetzt aus allem, was ich weiß, zusammenschmelzen konnte von so, wann wird Lachen ausgelöst, wie funktioniert Humor, ist im Prinzip, wenn man einen harmlosen Erwartungsbruch
oder einen Normenbruch macht. Mhm. Und ja. Das macht ja total Sinn, mit Kreis anzugehen. Da werden wir ja nachher drauf. Genau, deswegen. Genau. Aber erstmal, das muss nicht kommunikativ sein. Ja, ich kann ja zum Beispiel auch, keine Ahnung, obwohl ich meine kommunikativ im Sinne von Sprache, ich kann ja auch zum Beispiel, so ein typischer Witz ist natürlich sowas wie, ich bin in einem ernsten Gespräch mit jemandem und hinter dieser Person, mit der ich in einem ernsten Gespräch bin, steht jemand, der mir sehr vertraut ist und macht eine doofe Grimasse, die unpassend ist zu der Situation. Mhm. Also ein Normenbruch. Dieser Normenbruch ist aber harmlos, weil die Person, die zwischen uns steht, natürlich jetzt nicht davon verletzt wird, dass diese Grimasse gezogen wird. Aber ich muss lachen, weil ich denke, und weil ich weiß, ich darf jetzt nicht lachen, wird das immer stärker. Ja, also ich breche auch die Norm und so. Aber es ist insgesamt harmlos. Kennen alle aus der Schule, wenn man genau weiß, man darf jetzt nicht lachen. Ja, genau. Also ich wurde auch schon mal mit einem Mitschüler aus der Klasse geschickt, weil wir so laut gelacht haben. Aber die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, weil die sehr peinlich ist für die Person, über die wir gelacht haben. Deswegen. Nee, das machen wir natürlich hier nicht. Vielleicht eine Humorfolge. Ja, genau. Ich finde es auch total interessant, so die Frage, vielleicht können wir dann ja auch darauf eingehen, in dieser Humor-Trilogie-Folge, die wir die ganze Zeit teasern, aber wir hören gleich auf damit, ist so die Frage, ob man Humor lernen kann. Das finde ich irgendwie immer interessant, weil du ja auch gesagt hast, Humor ist so eine der drei Sachen, die bei der PartnerInnenwahl immer genannt wird. So Ehrlichkeit, Treue und Humor. So, das wird ja immer, ja, ich weiß, immer gesagt. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig, aber es ist auch ein bisschen quatschig, weil niemand würde das Gegenteil sagen. So. Ja, das stimmt. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, und dann kann man ja so als Tipp geben, so könnte man theoretisch ja denken, ja, wie kann ich jetzt einen guten Eindruck machen auf meine Partnerin, meinen Partner oder bei einem Date? Naja, sei doch witzig. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber, also weiß ich nicht, kann man das irgendwie, was ist denn, wenn Leute nicht so einen spontanen Witz haben? Ja. Oder wenn es auch nicht passt. Manchmal ist ja irgendwas witzig in der Situation im Restaurant oder so. Mhm. Und dann kannst du das, aber was ist, wenn es nicht ist? Kann man sich vorbereiten, weil man, es ist ja aber klar, kann man Witze so auswendig lernen, aber in der Regel sind das ja nicht so witzige Sachen. Ja. Also so auswendig gelernte Witze sind ja in der Regel gar nicht so witzig. Ja, wirklich witzig. Ja, aber, ja, genau. Es ist mir immer wieder passiert, dass ich ein paar merke, die sind richtig gut und die kennen noch nicht so viel, aber die verbrauchen sich auch schnell. Ja, aber ich glaube auch, das, was man meint, ist ja auch wirklich eher so Situationskomik. Damit, ja, natürlich. Dass man sagt, dass Leute witzig sind, meint man ja nicht, okay, die haben ein Repertoire von 100 Witzen. Und irgendwann hast du die auch alle gehört, dann suchst du dir jemand anderes. Ja. Und das würde mich voll interessieren, ob man das irgendwie lernen kann. Also vielleicht, falls da irgendjemand eine Ahnung hat oder einen guten Text oder irgendwie so ein, selbst wenn es auch so eine quatschige Checklist ist, wie man Humor lernen kann, die wir auseinandernehmen können, ich bin sofort dabei. Und das machen wir dann in dieser Trilogiefolge. Aber jetzt reden wir endlich. Nee, warte, ganz kurz. Also ich will nur eine Sache, ich bin damit eingestiegen, du hast noch kurz was eben eingeschoben, was nicht schlimm war, weil es gut gepasst hat. Aber ich würde das noch gerne abschließen, ja. Ne? Weil was ich noch aus meinem Psychologischen weiß, war eben, dass man ja auch dann die Frage hatte, so, warum ist denn Humor attraktiv? Warum gilt es als attraktiv? Mhm. Und ich meine, ich weiß noch, dass damals eben die Schlussfolgerung letztlich war, dass man sagt, naja, es ist halt ein Zeichen von Intelligenz. Punkt. Warum ist das ein Zeichen von Intelligenz? Weil Humor eben harmlose Erwartungs- oder Normenbrüche sind. Mhm. Zeigt mir guter Humor und das, was ich als guten Humor verstehe, zeigt mir zweierlei über die andere Person, wenn ich sie für humorvoll halte. Nämlich erstens, diese Person ist in der Lage, komplexe gesellschaftliche Normen und Systeme zu verstehen. Ja? Mhm. Sie versteht, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wo eine Grenze ist. Das heißt, die Person ist auch empathisch, spürt eine Grenze und weiß aber auch, wie weit sie diese Grenze in dieser einen Situation vielleicht übertreten kann, so dass es harmlos bleibt, was ja wiederum für Empathie steht und trotzdem mich zum Lachen bringt. Das heißt, sie kennt mich sehr gut oder lässt sich auf mich ein. Mhm. Und es sind ja super viele, das ist in einem Witz, bei einer humorvollen Situation, sind einfach 5 bis 6 hintereinander summierte schnelle Signale, die mir zeigen, du verstehst mich, du verstehst die Welt und deshalb ist Humor attraktiv. Ja, halt. Genau, also ich würde auch sagen, es ist vor allem diese Kompatibilität, weil Leute finden natürlich unterschiedliche Sachen witzig. Ja, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der Sarkasmus überhaupt nicht mag, selbst wenn ich es verstehen kann, und sage, ich suche jemanden, der witzig oder die witzig ist, dann meine ich damit ja nicht jemanden, der oder die sarkastisch ist. Weil das ist ja nicht meine Art von Humor, das stimmt. Beispielsweise. Ja. Das heißt, man sucht ja immer jemanden, der oder die kompatibel ist. Ne? Ja, also wenn ich so Pipi-Kaka-Humor mag, dann suche ich auch diese Person. Ja, genau. Ich habe mir auch gerade vorgestellt, weil voll oft sagen ja Leute dann, wenn sie das alltagssprachlich auswirken mit dem Humor, sagen sie sowas wie, er oder sie muss mich zum Lachen bringen können. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl so, okay, dann könnte ich, wenn ich sozusagen ganz rational drüber nachdenke müsste, könnte man ja eigentlich so ein Parfüm oder so herstellen, was mit Lachgas versetzt ist, dass man die Leute immer so... Ja, aber dann brauchst du ja nicht die Person.
Ja, also, das kann ich mir auch so, ja gut. Aber ich dachte, das wäre vielleicht so ein, sollte eigentlich ein schlechter Witz sein, aber wie ich sehe, haben wir sind nicht kompatibel leider. Ja, ja, ja. Genau, du lachst ja auch über Friends. Ah, Friends, wir sind wieder beim Thema. Sehr gute Überleitung, genau. Ja, also ich finde Friends vielleicht insgesamt lustiger als du, aber du hast, glaube ich, auch noch nie eine ganze Folge gesehen. Ja, vielleicht gehen wir so kurz über Friends. Also, ich glaube, ich bin ein bisschen zu jung für Friends. Also ich habe das nicht geguckt, als das so im Fernsehen lief oder so. Ich bin da eher so mit How I Met Your Mother aufgewachsen. Das ist ja so eine Serie, die da auch offensichtlich anknüpft an diese Friends-Geschichte, ja, ähnliche Dynamiken hat und so. Aber ich habe wirklich bis vor einem Jahr keine einzige Folge Friends geguckt. Mhm. Und du hast ja irgendwann angefangen und dann habe ich so mal reingeguckt. Aber ich kann wirklich Friends-Folgen, die ich komplett geguckt habe, an einer Hand abzählen. Mhm. Also ich weiß, wer diese Leute sind. Ich weiß ungefähr, was die für Dynamiken haben. Aber ich bin halt, also es liegt nicht daran, dass ich Friends nicht lustig finde. Ich bin einfach nicht so ein Sitcom-Mensch. Ja. Vor allen Dingen nicht so traditionelle Sitcoms. Ja, ja. Und deshalb catcht mich das ehrlich gesagt nicht so. Ja, also ja, verstehe ich. Also ich meine, vielleicht auch für alle, die das nicht kennen, ganz kurz, eben eine relativ bekannte amerikanische Sitcom über 6 New Yorker Freunde, 3 Männer und 3 Frauen. Und die lief eben von 1994 bis 2004. Sehr erfolgreich und ist auch bis heute zum Beispiel bezahlt Netflix unendlich viel Geld dafür, die Lizenz an Friends zu behalten, weil das so ein Dauerbrenner ist, wo Leute immer wieder mal so reingucken. Also wahrscheinlich auch Leute in meinem Alter eher sind halt eben so die typischen Netflix-BenutzerInnen und die haben oft so ein bisschen aufs Nostalgiegefühl, denken sie, ah, ich gucke nochmal Friends. Ich selber kenne halt Friends, aber erst so ab der ich, so jetzt gucke ich es gerade nochmal aktuell. Und durch, so richtig am Stück, weil damals, also als es live lief, habe ich es, glaube ich, immer so abends mal auf Pro7 oder so gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wo das genau lief. Ich schätze, das war Pro7. Und das war eher so, ich gucke mal rein, wenn es sich ergibt, aber ich habe das nicht am Stück geguckt, sodass ich grob die Figuren kenne. Ja, was man ja auch nicht muss. Ne? Also genau. Das ist ja eine typische Serie, die da kann man einfach mal reingucken. Das ist ja auch ein bisschen der Charme von vielen Sitcoms. Ja, wobei es ist schon so eine, das wollte ich gerade sagen, es ist schon so ein Übergangs-Sitcom. Also es ist nicht, es gibt Sitcoms, die sind wirklich so, wie du sagst, im Prinzip ist am Ende der Folge alles wieder auf Null. Ja? Mhm. Aber bei Friends gibt es auch halt Charakterentwicklung. Also Figuren kommen dauerhaft zusammen so. Klar. Aber man steigt ja sehr schnell wieder ein. Genau, genau. Also ich habe ja auch auf jeden Fall. Ach, die sind jetzt zusammen. Ja, okay, whatever. Ja, ja, genau, genau. Aber es ist trotzdem schon ein interessanter Fortschritt, eine interessante Mischung sozusagen aus moderner Sitcom und alter Sitcom, wo wirklich alles immer beim Alten geblieben ist. Genau. Und ich glaube, wie gesagt, und das war jetzt, also Friends ist jetzt vor kurzem nochmal relativ so ein bisschen in den Medien wieder aufgetaucht, weil es eine von Netflix produzierte, so ein Special gab, wo nochmal alle SchauspielerInnen von Friends und ich glaube auch ein oder zwei der MacherInnen zusammengekommen sind und dann in dem alten Filmset noch einmal miteinander darüber gesprochen haben, wie es war, Friends zu machen. Okay. Achso, ich dachte, es gibt so eine Revival-Staffel. Nein, das war nur so ein Special. Ah, okay. 20 Jahre später treffen sich die Leute nochmal und reden darüber, wie diese Serie sie geprägt hat und da kommt noch Lady Gaga vorbei und sagt, dass Phoebe für sie ganz wichtig war als Vorbild oder sowas. Halt. Kann ich verstehen. Also wenn ich eine Figur interessant finde, dann ist es Phoebe auf jeden Fall. Ja, ja. Vielleicht nur ganz kurz vielleicht zu den Figuren, dass man so ein bisschen einschätzen kann. Wir werden nachher auch über ein paar Situationen sprechen mit denen. Na, also vielleicht, Phoebe haben wir jetzt gerade schon erwähnt, Phoebe ist im Prinzip in New York und sie hat die ungewöhnlichste Hintergrundstory, weil man immer sagt, so ja, sie ist als Waisin aufgewachsen, hat auch auf der Straße gelebt und ist jetzt im Prinzip so ein bisschen so eine esoterische Hippie-Frau, die selbst komponierte Lieder spielt, die irgendwie nicht musikalisch, aber doch irgendwie charmant sind. Mhm. Und sie hat halt oft eben so abgedrehte Ideen oder denkt auch sowas wie, oh, diese Katze da, das ist meine Oma, die wiedergeboren wurde, deswegen muss ich mich um diese Katze kümmern, das ist so Phoebe. Dann gibt es noch Rachel, die im Prinzip ganz lange in einem reichen Haushalt aufgewachsen ist und sich um nichts kümmern musste und erst so kurz vor ihrer Hochzeit plötzlich merkt, dass sie in ihrem Leben noch nie was selber entschieden hat und dann flüchtet sie von dieser Hochzeit, trifft zufällig ihre alte Freundin Monica, die eben die dritte Frau im Bunde ist und Monica lädt sie spontan ein, bei ihr zu wohnen und dann ab da muss dann Rachel eben arbeiten zum ersten Mal und merkt, wie es ist zu leben ohne Geld und so. Also die ist am Anfang so ein bisschen weltfremd und später ist sie halt auch einfach eben so eine, das merkt man ab und zu, finde ich immer noch, wenn sie zum Beispiel Dates hat mit Männern, dass sie so manchmal komische Erwartungen hat oder so. Okay. Und sowas. Aber genau, und dann eben Monica, die ist im Prinzip so, da ist eben der Witz an ihr, ist halt sozusagen, dass sie sehr
Wie nennt man das? Sie ist halt sehr so, kontrollierend, ja, genau, so bossy. Genau, sie will alles genau kontrollieren, will immer die Beste sein, so ein bisschen. Also so ein Standard-Gag von ihr ist halt sowas wie, sie geht zu einem Kochkurs und stellt eine Frage und beantwortet sie selber, weil, und sie arbeitet halt das Köchchen. Sie macht Köchchen so aus allen so eine Competition, ne? Ja, genau, sie ist halt super, genau, sie macht halt super, genau, stimmt, super Konkurrenz, mag halt, liebt halt Konkurrenzsituationen, genau. Genau, und die drei Männer sind halt dann eben sozusagen, die am Anfang ist die Setup eben so, dass die dann gegenüber von Monica und Rachel wohnen Joey und Chandler. Joey ist halt so ein halbwegs erfolgreicher, auch unerfolgreicher Schauspieler. Der und natürlich und der ist so der Lady-Killer-Charakter, der einfach so einen Charme hat und ständig Frauen rumkriegt sozusagen und immer mit jemand Neuem zusammen ist oder so, was man teilweise gar nicht mitkriegt und nur so hört. Chandler ist sozusagen, bei Chandler ist halt der Gag, der ist einfach sozusagen der Witzige, dessen Eltern sich haben früh scheiden lassen, deswegen redet er nie über seine Gefühle, sondern wehrt alles mit Humor ab. Und ich glaube, so einer der Running Gags ist halt, dass er so einen Job hat, als so in irgendeiner Firma, wo er irgendwelche Daten am Computer eingibt, aber keiner weiß so richtig, was er macht. Mhm. Das ist voll interessant, weil das bei How I Met Your Mother auch so ist. Ah, okay, das kenne ich halt wiederum so, nicht. So nah dran irgendwie. Also offensichtlich, dass es Hommage witzig. Ist. Also gibt es auch eine Figur, bei der weiß niemand, was der eigentlich macht. Okay. Als Job. Und das wusste ich gerade gar nicht über Chandler, weil ich ja nicht so viel geguckt habe. Ja, man sieht lustigerweise sogar ihn manchmal an seinem Arbeitsplatz und man peilt trotzdem halt nicht, was so richtig sein Job ist. Aber das finde ich irgendwie auch ein witziger, das ist ja auch irgendwie so ein witziger Metakommentar zu komplexen Jobs, die man so hat in der Gegenwart. Genau, und der letzte Charakter ist halt Ross. Und Ross lebt eigentlich, finde ich, also davon, dass er, also er ist halt Paläontologe, ne, also Dinosaurierforscher, falls ihr den Begriff nicht kennt. Und davon kriegt man aber eigentlich gar nicht so viel mit. Und eigentlich ist eine seiner Hauptfunktionen, dass er permanent in Rachel verliebt ist und das so ein Hin und Her gibt mit, kommen sie zusammen oder kommen sie nicht zusammen. Und ich finde halt auch, das ist so ein Charakter, wenn man Friends heute guckt, ist das so eine der Figuren, die am schlechtesten gealtert ist, weil er super stressig ist, halt so sein Verständnis von Beziehungen. Ja, der hat auch so ein richtiges, fragiles, männliches Ego. Aber es wird halt nicht, also ich habe das Gefühl, es ist aber nicht so, dass es irgendwie auf so einer Metaebene darüber geredet wird, subversiv von der Serie. Und das finde ich mega stressig. Deshalb, also immer wenn Ross irgendwie so eine größere Story hat, bin ich so, oh, bitte nicht. Ja, ja. Also ich finde also, auch, dass er ein Problem damit hat, wenn sein Sohn mit einer Barbie spielt und so. Und ja, ja, ja. So richtig cool gehen die damit nicht um, finde ich, in der Serie. Ich meine, das ist natürlich auch eine ältere Serie, da darf man natürlich moderne Standards anlegen, aber man kann es natürlich trotzdem kritisieren, sollte man auch. Ja, ja. Gleichzeitig gibt es natürlich andere Sachen, die sehr fortschrittlich damals waren. Ne? Ja, ja. Also ich finde zum Beispiel, das ist so super zweischneidig bei Friends, weil so einer der Gründe, weil diese Ross hat Angst, dass sein Sohn mit einer Barbie spielt, ist halt, wird sozusagen in der Story der Serie damit erklärt, dass seine Frau, von der er ja auch dieses Kind hat, ihn kurz bevor klar war, dass sie schwanger ist, verlassen hat, weil sie sozusagen realisiert hat, dass sie eigentlich lesbisch ist und sich in eine Frau verliebt hat. Ne? Ja. Und dann wird quasi immer implizit angedeutet so, Ross hat Angst, dass irgendwie die sexuelle, hat eh schon Angst, dass sozusagen sein Kind nicht so richtig, dass Ben sozusagen vielleicht verunsichert sein wird, weil er eben nicht normal in Anführungsstrichen mit einem Vater aufwächst. Und das natürlich, also ne, für 94, 95 ist halt auch schon, finde ich, also gerade in den USA und in New York schon total seltsam, dass er das denkt, weil ich da erwarten würde, dass man da auch schon ein bisschen weiter war. Aber gleichzeitig wird es halt in der Serie ganz cool reflektiert, weil ich finde, dieses lesbische Paar dargestellt wird, ist total gut. Ja, also, sind total nette Figuren, denen man einfach abnimmt, dass sie einfach ein cooles Paar sind und sich gut um Ben kümmern. Überhaupt, dass es und dadurch wirkt dann halt quasi, und erst dadurch, auch vor diesem Hintergrund, wirkt dann Ross Angst lächerlich. Ja. Aber dass sie überhaupt trotzdem als Lachauslöser benutzt wird, ist wiederum problematisch. Genau, also, aber es gibt ja auch noch zusätzlich dieses Ding, dass er irgendwie zum Beispiel als Kind immer Frauenklamotten angehabt hat. Das ist ja auch so ein Ding, was offensichtlich witzig ist. Ja, ja, das ist ja, halt ja. sehr schlecht gealtert, weil warum soll das witzig sein? So, tragt, was ihr wollt. Hatte ich auch. So, jetzt wissen es alle. Ja, aber warum auch nicht? Also, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ja, da merkt man halt auch das Alter der Serie. Ja. Aber das ist auch, glaube ich, ein Problem, was ich ein bisschen damit habe mit der Serie. Weil, wie gesagt, nicht, dass man das unbedingt. Es ist ja auch mal schwierig, dann darauf nochmal zu gucken, wenn die Serie so alt ist. Wie gesagt, man muss das kritisieren, auf jeden Fall. Man muss dann selber gucken, wie einen das geprägt hat und so. Aber ich weiß nicht, ich bin da manchmal so genervt von eben speziell Ross, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann einfach nicht gucken. Ja,
Also ich glaub, und es stresst mich vielleicht ein bisschen, dass Leute das vielleicht gucken und immer noch denken, dass es okay ist. Mhm. Ja, klar. Vielleicht. Klar. Aber ich finde, also ich finde, die Serie ist halt so zu einem großen Teil gut gealtert, aber bei bestimmten Stellen eben auch nicht. Aber das ist bei ganz vielen Sitcoms so. Ja, auch How I Met Your Mother, mega problematisch. Ja, und das ist halt viel später, ne? Ja. Voll. Aber es soll hier nicht um problematische Serien gehen. Ja, sondern um... Interessant ist ja auch, warum haben die sich für Friends entschieden? Also natürlich, weil das eine berühmte Sitcom ist. Ich habe auch gesehen, als ich kurz recherchiert habe, es gibt halt unzählige Sachen zu Friends, die so Humor untersuchen, auch mehrere Sachen so zu diesem pragmatischen Rahmen von Grice. Aber eine Sache, die sie ja auch in dem Text schreiben, den wir euch natürlich auch verlinkt haben, ist, dass diese Verletzung, also wir haben ja noch gar nicht über diese Maxime geredet, aber das machen wir, denke ich mal, gleich als nächstes. Also es gibt eben Grice, der hat diese Maxime aufgestellt, unter dem Kooperationsprinzip. Das hat eigentlich jetzt erstmal nichts mit Humor zu tun, sondern da geht es einfach darum, wie funktionieren Gespräche und wie ist einfach das Sprechen miteinander aufgebaut und welchen Regeln folgt das so ein bisschen. Mhm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu populär, wir werden ja gleich drüber reden. Und der Gedanke ist jetzt bei diesem Text, dass wenn man diese Prinzipien bricht, absichtlich, dann ist das witzig. Mhm. Also das Brechen von den Gesprächsmaximen ist eine Form von Humor, die total oft in Sitcoms benutzt wird, was tatsächlich auch der Fall ist, das werden wir gleich sehen. Mhm. Und das ist halt, das kommt vor allen Dingen eben bei engen FreundInnen vor, schreiben die auch in dem Text. Also das ist eine Form von Humor, die man eher bei Leuten nimmt, die man sehr gut kennt. Ja. Und deshalb macht es halt Sinn, Friends zu untersuchen, weil das sind halt 6 FreundInnen, die zusammenwohnen und miteinander interagieren. Und wenn die miteinander humorvoll sind, dann macht es Sinn, da über Christ zu reden. So. Ja, genau. Also ich glaube, viele Sitcoms haben das ja als Voraussetzung. Ne? Ja. Also ja, vielleicht, weil du es jetzt schon angeteasert hast, will ich ganz kurz eben was zu Paul Grice und diesem Kooperationsprinzip sagen, weil es einfach so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Standardsache ist, die man eigentlich in jedem sprachwissenschaftlichen Studium auch lernt. Also erstmal, ne, Paul Grice eben, habe ich ja, glaube ich, schon kurz gesagt, ein britischer Sprachphilosoph, der auch in den USA gearbeitet hat und bis 1988 gelebt hat. Und hat eben dieses sogenannte Kooperationsprinzip ausgearbeitet oder beschrieben in einem Buch von 1975. Und die Idee ist im Prinzip so, dass er sagt, viele Dinge in unserem kommunikativen Verhalten lassen sich eigentlich erstmal scheinbar nicht logisch erklären. Aber sie werden sofort verständlich, wenn man sich klar macht, dass alle Menschen, die miteinander kommunizieren, implizit, sozusagen so heimlich in der Art, wie wir kommunizieren gelernt haben, unterstellen wir, ist im positiven Sinne gemeint, dem anderen, dass diese Person immer kooperativ ist. Ja. Ne? Also wenn ich jemanden frage, also super einfaches Beispiel, wenn ich jemanden auf der Straße anspreche, sage so, Entschuldigung, ich kenne mich hier nicht aus, wo geht's denn zum Bahnhof? Und dann sagt die Person, ja, hier geradeaus und dann die zweite Straße links, dann denke ich nicht, der lügt bestimmt. Mhm. Ja, sondern ich denke, ich gehe erstmal davon aus, dass die Person das weiß. Und wenn die Person sagt, sorry, weiß ich nicht, dann kann ich auch nicht denken, warum sagt ihr mir das denn nicht oder so, sondern ich gehe davon aus, das ist das Maximum an Informationen, was die Person mir bieten kann und statt, dass sie rumlabert, sagt sie halt, ich weiß es nicht genau, damit kann ich, dann kann genau. Jetzt habe ich Zeit gespart, kann die nächste Person suchen. Und dieses Kooperationsprinzip, daran halten wir uns alle und aber eben nicht immer, wir können gegen dieses Prinzip verstoßen, zum Beispiel, wenn wir lügen, aber die Idee ist eben nicht, dass wir uns daran halten müssen oder daran halten sollen, sondern was er sagt, ist so im Prinzip ganz normal menschliches, rationales, kommunikatives Verhalten. Also wenn wir ohne Druck, ohne bestimmte Sondersituationen, wie zum Beispiel eben starkes Misstrauen, wo uns jemand schon oft angelogen hat oder so, wenn wir in ganz normalen Kommunikationssituationen sind, gilt das Kooperationsprinzip, was bedeutet, ich unterstelle dir und du unterstellst mir, dass wir kooperativ sind. Genau. Und das ist ja auch sozusagen das, was wir Kindern beibringen. Also genau. All diese Maxime bringen wir Kindern sozusagen, also die Maxime, die unter das Prinzip fallen, bringen wir Kindern so implizit bei, auch wenn wir gar nicht wissen, dass es diese Maxime gibt. Genau, so in der Art, wie wir kommunizieren und dass wir eben sagen, jetzt sag doch mal, so, nee, das meine ich nicht und so, und so lange, bis das Kind das Richtige sagt und dadurch prägt sich das dann her, versucht das eben so ein bisschen, noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, klarer zu untergliedern und macht dann eben diese 4 Maximen, die du jetzt schon mehrfach erwähnt hast. Also eine Maxime ist im Prinzip sowas wie so eine Verhaltensregel. Also ich weiß das noch irgendwie aus meinem Philosophiestudium, dass ein Dozent mal ein ganz lustiges Beispiel für Maximen gegeben hat, weil da haben wir auch gerade Kant gelesen, der auch diesen Begriff sehr oft benutzt. Ja. Im Prinzip sind Maximen sozusagen so Leitprinzipien unseres Handelns und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sage wie, angenommen, ich nehme mir vor,
gesünder zu leben und abzunehmen. Dann leite ich daraus ein paar Grundmaximen ab. Zum Beispiel könnte ich dann nach den Maximen leben, iss weniger Schokoladenkuchen und mach mehr Sport. Genau, so man könnte sagen, so ein Satz, der mit einem Ausrufezeichen endet, das genau. oft eine Maxime sozusagen. Genau. In dem Fall. Genau, und das ist eben sowas wie so eine selbst, sich selbst gesetzte Regel oder so. Und Regel heißt aber eben nicht so, dass die kann auch ab und zu gebrochen werden. Es ist eben man muss sie nicht absolut verwenden. Es ist eher wie so eine Tendenz. Ja, also angenommen, ich sage halt, ich will irgendwann bei Olympia mitmachen, dann kann ich nicht mehr vornehmen, so, mein Ziel ist jetzt 100 Meter in 7 Sekunden zu sprinten, aber ich kann mir vornehmen, jeden Tag zu trainieren. Ja, das wäre sozusagen eine Maxime. Und das kann ich ab und zu auch nicht schaffen oder so, aber ich kann mir nicht so was Unmögliches vornehmen, wie eben in 7 Sekunden. Also ich glaube, der menschliche Körper schafft es wahrscheinlich nicht, in 7 Sekunden 100 Meter zu sprinten, habe ich mal gelernt in meinem kurzen Biologiestudium. Aber vielleicht schafft es ja dann doch irgendwann jemand. Aber es geht im Prinzip darum, dass ich mir selber wie so einen Wegweiser hinstelle und sage, ich probiere mal so gut wie möglich in Richtung dieses Wegweisers weiterzulaufen. Mhm. Ja. Und das ist diese Maxime. Er sagt, es gibt unter das Kooperationsprinzip fallen 4 Maximen. Mhm. Und diese 4 Maximen kann man jetzt auch nicht immer scharf trennen. Das sind eher so, sage ich mal, so als ob er sagen würde, hier sind mal so 4 verschiedene, so er sagt, das Kooperationsprinzip ist wie so ein Fernglas, durch das wir auf das die Kommunikation gucken. Und diese 4 Maximen sind vielleicht so Einfärbungen, die uns helfen, bestimmte Dinge schärfer zu sehen. Aber das heißt nicht, dass die jetzt super scharf trennbar sind. Ja. Und deswegen, ich sage, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, wie die immer aufgezählt werden. Die mache ich jetzt aber nicht, weil ich finde die doof. Ich finde, die beste Reihenfolge ist, mit der Maxime der Relevanz anzufangen. Okay. Die Maxime der Relevanz sagt mir im Prinzip, dass ich das von mir erwartet wird und ich von anderen erwarte, mit denen ich kommuniziere, dass sie nur Dinge sagen, die relevant sind. Mhm. Ja, also wenn ich eben sage so, na, hast du gut geschlafen? Dann, und du fängst sowas an, wie zu erzählen, wie, boah, ich habe gestern voll schlecht gegessen. Dann gehe ich automatisch davon aus, dann würde ich nicht sagen so, Moment mal, ich habe dich nicht gefragt, was du gestern gegessen hast, sondern ich habe dich gefragt, wie du geschlafen hast. Und ich gehe davon aus, okay, wahrscheinlich sagt Rebecca was Relevantes. Ja. Also hat wahrscheinlich das schlechte Essen was damit zu tun, dass sie nicht gut geschlafen hat. Und deswegen warte ich ab und lass dich ausreden und antizipiere, was passiert sozusagen. Mhm. Ne? Genau, das wird ja auch manchmal das Prinzip der oder die Maxime der Relation genannt. Ne? Habe ich Relation oder Relevanz habe ich, also zumindest in meinem. Ach so, ja, wahrscheinlich. Ach so, weil es im Sinne von auf Englisch Relation, dass es eine Beziehung zum Gesagten gibt. Also. Aber steht sozusagen Relation and Relevance, also beides. Ja. Macht ja aber auch Sinn, weil man sagt etwas, was in Verbindung zu der Frage steht oder zu dem, was vorher gesagt hat. Und die Submaxime wäre ja dann sozusagen, sei relevant. Also wenn man so eine Regel aufstellt, dann sagt man so, sei relevant. Wird ja immer so ein Ausrufesatz nach den Kreis. Ja. Ich habe auch mit diesen Ausrufesätzen so ein Problem, weil die klingen dann schon wieder so, als ob das so eine Norm wäre, an die man sich halten muss. Ja. Der Punkt ist aber nicht, dass man immer relevant sein muss, sondern jetzt kommt nämlich das Spannende bei Kreis, dass er sagt, er will ja Dinge, das ist ja selbstverständlich. Wenn ich jemand was frage, wird er wahrscheinlich was Relevantes sagen. Das ist jetzt kein Geheimnis und das musste jetzt auch kein Sprachphilosoph lange durchdenken. Sein Punkt ist aber jetzt, deswegen, ich bleibe mal kurz bei der Maxime der Relevanz und die anderen lassen sich dann viel leichter erklären. Sein Punkt ist aber jetzt zu sagen, angenommen, ich sage so etwas wie, hey Susi, du bist doch schon so lange mit Petra zusammen, wie läuft es denn so in eurer Beziehung? Und dann sagt Susi sowas wie, boah, es regnet aber auch schon die ganze Woche. Mhm. Und dann merke ich so, wow, das ist aber ein harter Themenwechsel. Ja. Und jetzt würde Grice nicht sagen so, hey Susi, du hast die Regel gebrochen, sei relevant. Nee, das meint er nicht, sondern er sagt, in meinem Kopf und in ihrem Kopf ist diese Regel sei relevant drin. Und wenn sie bewusst bricht, will sie mir damit auch was sagen. Ja. Und das nennt er dann die sogenannten Implikaturen, weil die sich sozusagen implizit ergeben. Ja, ja. Und die Implikatur ist, oh Gott, es scheint so schlecht zu laufen, dass sie gerade überhaupt nicht über Petra reden. Ich rede nicht weiter drüber und deshalb mache ich ein neues Thema auf. Ja, genau. Ja. Und das ist sozusagen, das ist etwas, was sozusagen, und da meint er, das könnte jetzt zum Beispiel sage ich jetzt mal in meinen Worten, ein Computer könnte das mal nicht eben ausrechnen, was hier gerade passiert, weil der nämlich die ganzen Normen verstehen muss, dass er wissen muss, Wetter ist ein typisches Smalltalk-Thema. Und auch in den verschiedenen Kulturen, ne? Das ist ja auch kulturabhängig dann wieder. Und je nachdem, wie du zu der Person stehst. Ja, und das sind auch so mimische
und gestische Zeichen super wichtig. Wenn die Person zum Beispiel dabei irgendwie, also wenn die Person mich super glücklich anguckt und sagt so, hey, die Sonne scheint ja voll schön oder so. Also wenn ich sage, hey Susi, wie läuft's mit Petra und sagt, hey, die Sonne scheint voll schön und sie guckt mich glücklich ins Gesicht an, würde ich wahrscheinlich denken, oh, die hat mich überhört, weil ich habe ja nicht nach dem Wetter gefragt oder so. Aber wenn sie dabei irgendwie genervt wegguckt und oder kurz vorher noch so macht oder durchatmet oder wegschaut und dann sagt, ah, die Sonne scheint aber schön oder so, dann merke ich, oh ja, sie will das Thema wechseln. Ja, ja. Es gibt so bestimmte kleine, wie soll ich sagen, so kommunikative Verhaltensnormen, die man mimisch und gestisch auch ablesen können muss, um zu verstehen, hier wird gerade eine Regel gebrochen, um mir zu signalisieren, ich will da nicht darüber reden. Mhm. Deswegen finde ich diese Maxime der Relevanz eigentlich so die beste, um zu erklären, was die Idee von Grice ist. Die Idee ist eben nicht, folgt der Regel, sondern die Idee ist, geh davon aus, der andere folgt der Regel und wenn er nicht folgt, hat er einen guten Grund und traut dir zu, dass du klug genug bist, diesen Grund zu antizipieren. Ja, ja. Und das ist halt komplexer als sei relevant. Genau, aber wenn man sozusagen, wenn wir wieder zurückgehen zu, ich bringe Kindern bei, wie man Gespräche führt, dann ist das natürlich eine gute Regel. Ja, ja, genau, sei relevant. Genau. Wenn man das dein Kind dann, also Susi, kleine Susi sagt, das Wetter ist so schön, wenn du sie vorher gefragt hast, wie es in der Schule war. Ich meine, gut, da fragst du vielleicht auch nicht weiter, weil es nicht so gut in der Schule lief. Ne? Aber sagen wir mal im Kindergarten. Ne? Ja, Alter, wo Kinder noch nicht so smart sind, dass sie das Thema wechseln absichtlich. Ja, ja, ja. Oder wenn, ich habe keine Ahnung über Kindergartenkinder. So, wenn ein Kind im Kindergarten smart genug ist, um das Thema zu wechseln, würde ich sagen, so war es schlecht. Sehr gut, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, was ich ganz interessant fand, ich habe mir auch den Christ-Text noch mal ein bisschen, also zumindest reingelesen, den verlinken wir euch auch. Der ist ganz spannend auch. Bisschen komplex, aber wenn man sich so einzelne Abschnitte anguckt, ist es eigentlich ganz griffig, weil er hat ja auch so, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, der hat auch so Analogien zu Transaktionen gebracht, zu jeder Maxime. Also bei Relation sagt er zum Beispiel, okay, wir stellen uns mal vor, also er hat so ein durch den Text gehendes Beispiel von jemand backt einen Kuchen und jemand anders assistiert. Mhm. Und dann wollen die ja auch kooperativ miteinander sein. Und das ist sozusagen dann die Analogie zum Gespräch. Und sagt dann, wenn ich jetzt gerade die Kuchenzutaten mische, dann brauche ich in dem Moment nicht die Ofenhandschuhe. Und wenn du mir die Ofenhandschuhe gibst, dann ist es ein Bruch der Maxime der Relevanz. Mhm. So. Mhm. Ja. Genau. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass die andere Person, wenn sie sich gut kennen, könnte die Person, die sieht, dass sie den Teig gerade knetet und der jetzt aber die Ofenhandschuhe ins Gesicht gehalten werden, anfängt zu lachen. Verstehst du? Also ne, das kenne ich ja, das finde ich immer so ein gutes Beispiel. Also wenn man eben, was weiß ich, es gibt ja so ein Running Gag, wenn man gemeinsam an irgendwas arbeitet und jemand das falsche Werkzeug hinhält, wo beiden klar ist, haha, das kommt ja erst morgen dran, dann lachen vielleicht auch beide Personen. Das zeigt ja wieder diesen harmlosen Normenbruch sozusagen. Genau das könnte witzig sein. Genau. Und sowohl beim Kuchenbacken als auch bei anderen Kommunikationsformen. Genau. Aber ich fand es ganz interessant, dass er so eine Analogie nochmal zu ganz anderen Tätigkeiten gebracht hat. Das ist bei den anderen Maximen auch nochmal ganz gut gelöst. Nee, ich finde das Beispiel auch total gut gewählt von ihm mit diesem Kuchenbacken, weil das ist ja, was ist das denn? Eine kooperative Tätigkeit. Genau. So wie Kommunikation. Ja, ja, das ist eben auch sowas, was viele eben, und es ist ja auch eine selbst wenn ich einen Vortrag halte 90 Minuten und die Leute müssen mir in Anführungsstrichen nur zuhören, müssen die auch maximal kooperativ sein, indem sie nicht reinreden oder ab und zu vielleicht nett nicken und mich angucken, um mir zu bestätigen, ja, wir können dir folgen und so. Also das ist so ein Punkt, zu sagen, Kooperationsprinzip gilt halt in allen kommunikativen Situationen halt. Ne? Genau, und er sagte hinterher auch noch, es gibt auch noch andere Maxime, zum Beispiel so Höflichkeitsmaxime, aber die guckt er sich jetzt in dem Moment nicht an, weil diese vier Prinzipien, die anderen drei werden wir jetzt gleich noch sagen, die hängen so speziell miteinander zusammen. Wie genau er das meint, habe ich auch nicht so richtig verstanden, wie so diese Höflichkeitssache da nicht mit reinzieht, aber es ist ein anderes Thema wahrscheinlich. Okay, mit welcher Maxime willst du denn weitermachen? Jetzt können wir eigentlich normal loslegen mit der typischen Reihenfolge. Die, glaube ich, jetzt ist die Maxime der Qualität kommt als erstes typischerweise, ne? Okay, ich habe Quantität zuerst. Dann nehmen wir Quantität. Also Qualität, Quantität kann man sich ja beides gut merken. Ist auch irgendwie relativ leicht wiederum aus dem Namen verständlich. Dann Quantität sagt ja im Prinzip einfach nur, sag weder zu viel noch zu wenig. Mhm. Und ich weiß auch immer, das Standardbeispiel dafür ist eigentlich immer dieses es gibt ja auch so ein Beispiel, glaube ich, was die in diesem Aufsatz bei Friends benutzen, dass irgendwie Rachel zu ihrer Cousine oder so, die heiraten will, irgendwie sowas sagt wie, hey, ich war mal in der gleichen Situation wie du, erinnerst du dich noch an Barry? Mhm. Und dann sagt sie, ja, mit dem habe ich immer rumgeknutscht, wenn du nicht geguckt hast oder sowas. Ja. Und dann könnte man sagen, so, und dann lachen natürlich alle und auch die eingespielten Lacher kommen. Warum? Weil sie hat zu viel gesagt. Sie hätte ja auch nur sagen können, ja klar, ich erinnere mich an Barry.
Weil das ist ja nicht der Punkt des Gesprächs, ist ja nicht so, Rachel will dir gerade irgendein Beispiel geben, sie will nur sicher gehen, sind wir auf dem gleichen Common Ground, das ist übrigens auch ein Begriff von Grice, also diese, dass man sozusagen die gleiche Wissensbasis hat. Und dann würde es reichen, ja zu sagen, aber sie gibt eine Zusatzinfo, mehr Info als nötig, nämlich, ja, mit dem habe ich immer rumgeknutscht, was natürlich auch ein Normenbruch ist. Sie hat gerade gestanden, dass sie mit dem damaligen Freund von Rachel rumgeknutscht hat oder so. Und damit ist es ja für uns auch witzig, für Rachel aber weniger. Aber es ist natürlich so eine seltsame, also genau. Das, darüber geht es ja auch in dem Aufsatz, in der Sitcom hat man diese doppelkommunikative Situation, die Leute kommunizieren miteinander, aber sie kommunizieren auch heimlich für uns, damit wir lachen können. Genau, lass uns erstmal nochmal bei Christ bleiben und nachzudenken. Dem Witz glaube ich. Also genau, er sagte sowas wie, mache deine Beiträge so informativ wie nötig, aber nicht mehr oder nicht weniger. Und das Beispiel bei den Transaktionen ist, wenn du mir hilfst, mein Auto zu reparieren und ich sage dir, gib mir bitte 4 Schrauben, dann will ich, dass du mir exakt 4 Schrauben gibst und nicht 3 oder 5. Das finde ich sehr griffig. Ja, genau. Nur mit diesem Beispiel mit zu viel und zu wenig sagen. Ne? Also ich meine, das geht auch nicht nur, das klingt immer so ein bisschen, als ob es sozusagen um die Anzahl der Wörter gehen würde, aber es geht nicht nur darum, man kann ja auch zu detailliert antworten, zum Beispiel, ist auch ein typisches zu viel. Ne? Also angenommen sowas wie, also zum Beispiel, was ich immer in meinen Seminaren benutze, ist so was weiß ich, man fragt irgendwie jemanden sowas wie, war deine Straßenbahn auch zu spät? Also nach dem Motto, weiß ich, weil das Seminar, man kommt zu spät ins Seminar, jemand anders auch, und dann fragt man, ja, kam die 2 auch zu spät bei dir? Und dann sagt er so, nee, mein Porsche ist liegen geblieben. Dann könnte man ja sowas sagen wie, der hätte ja auch sagen können, mein Auto ist liegen geblieben, aber er gibt mir die Zusatzinfo, dass es der Porsche ist, vielleicht um anzugeben oder sowas. Das ist jetzt kein Beispiel für einen Witz, aber es ist auch so, dass man merkt, oh, die Person verfolgt einen anderen Punkt als ich, sie will mir jetzt irgendwie imponieren vielleicht oder mich irgendwie einschüchtern oder sowas. Und das ist halt auch ein Beispiel für einen Verstoß gegen die Maxime der Quantität. Genau, ja. Okay. Ja, nächste, Qualität. Qualität, ja. Ja, genau, bei der Maxime der Qualität ist im Prinzip sozusagen die Aussage, dass wir, ne, Entschuldigung, wenn wir davon ausgehen, dass unser Kommunikationspartner oder unsere Kommunikationspartnerin maximal kooperativ ist, dass sie immer Beiträge, sozusagen Redebeiträge liefert, von denen sie denkt, dass sie wahr sind. Ja. Also ne, wenn ich eben frage, wo ist der Bahnhof, dann sagt die Person mir, hoffentlich korrekt, wo der Bahnhof ist. Genau, also dass die Maximen werden dann sagt nichts Falsches oder Unwahres und auch, was ich ganz interessant fand, sag nichts über, dass du nicht genug Informationen hast. Da dachte ich sofort, bullshitte nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Na, also wenn du jetzt, bist du nicht so ganz sicher, ob der Bahnhof wirklich rechts liegt, dann sag doch einfach, dass du es nicht weißt. Ne? Ja. Genau. Und da ist dann die wieder das Kuchen backen, wenn ich sage, reich mir doch bitte den Zucker, dann möchte ich nicht, dass du mir das Salz reichst. Ganz genau. Ja, gut, ich meine, das sind natürlich auch irgendwie süße Beispiele, aber genau so. Na, also das Beispiel ist natürlich irgendwie auch witzig durchdacht, weil Zucker und Salz sehen ja auch ähnlich aus. Ja, es funktioniert nur deshalb. Genau. Natürlich. Na, also oder hier, wir erinnern uns an Bert, der Reinigungsmittel und Sahne vertauscht. Ne? Ach so, bei welcher Folge? Also bei Trolley-Problem. Ja, genau. Ja, genau. Oh Gott, ja, stimmt. Nee, genau, ne, also die Maxime, und vielleicht noch ganz kurz ein Bonuswissen, das auch später wichtig wird, wenn wir über die Sitcom reden, zu der Maxime der Qualität ist, dass man damit ja auch ganz gut Ironie erklären kann, weil angenommen, da weiß ich irgendwie noch ein ganz witziges Beispiel, ist jetzt ein bisschen alt, aber ich weiß noch, als es vielleicht erinnert sich noch, sind noch Leute in meinem Alter, erinnern sich vielleicht noch, als es bei den Bundestagswahlen, als dann letztlich die rot-grüne Regierung rauskam mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Und da gab es gerade so ein, kurz bevor diese Wahl war, gab es so einen Machtkampf bei der SPD, so wer wird der Kanzlerkandidat der SPD? Und dann wurde Joschka Fischer, von dem man wusste, wahrscheinlich wird es eine rot-grüne Regierung geben, und er ist der Parteichef der Grünen, wurde gefragt, wer denn ihr Lieblingswunschkandidat, der die SPD anführen soll? Und dann sagte er, also ich wäre am ehesten für August Bebel. Und August Bebel ist natürlich dann schon 100 Jahre tot gewesen. Und er hat also etwas gesagt, von dem wir alle wissen, dass er es nicht für wahr halten kann, weil ihm natürlich klar ist, dass August Bebel nicht nochmal die SPD leiten kann oder anführen kann im Wahlkampf. Und jetzt könnte man eben mit Hilfe von Grice erklären, okay, wir
als kooperative KommunikationspartnerInnen verstehen, dass er das nicht ernst meinen kann, weil er eigentlich einen Beitrag liefern müsste, den er für wahr hält. Hätte also, was sich Rudolf Scharping oder Oskar Lafontaine oder Gerhard Schröder sagen müssen. Er sagt aber August Bebel. Was will er mir also damit signalisieren? Ach, er will sich wahrscheinlich gar nicht festlegen, um sich nicht mit dem zukünftigen Koalitionspartner irgendwie zu verscherzen. Ja? Und so lässt sich das dann erklären. Ja, und jetzt die letzte, die ich natürlich und wahrscheinlich viele andere auch immer vergessen. Ne? Ja, genau. Die Maxime der Modalität, was ich interessant fand, dass das auf Englisch Manner heißt. Ja, finde ich auch viel besser. Das ist wirklich nicht blöd übersetzt. Ja, dachte ich auch so, wer kam denn auf die Idee, das Modalität zu nennen? Ja. Ich meine, nicht, dass ich eine bessere, wie kann man Manner noch in Art und Weise... Ja, Manner ist halt so ein Wort, was sich schlecht aus dem Englischen übersetzen lässt, weil es heißt auf so eine ganz nackte, so wenn man es ganz entkontextualisiert, hat es so ein bisschen was, wie heißt es eigentlich nur Verhalten? Oder die Art und Weise, wie sich jemand gibt, sein Kommunikationsstil, vielleicht auch seine Manieren, das ist verwandt, Männer und Manieren und sowas. Ja. Und das ist so ein bisschen so, bitte verhalte dich so, wie man es eigentlich auch von dir normal erwarten würde. Also sozusagen, und Modalität ist halt immer so, klingt so ein bisschen sehr formalistisch irgendwie und man weiß immer nicht, was soll denn das heißen, so der Modus oder so. Ja. Ich finde den Namen wusste auch noch, so die Anweisung kann ich mir dann immer merken, sowas wie sei deutlich oder so, aber dass es der Modalität heißt, das vergesse ich irgendwie immer. Aber Grace sagt ja auch, da geht es sozusagen darum, wie etwas gesagt wird und nicht, was gesagt wird. Weil bei den anderen drei geht es immer darum, was gesagt wird, also um den Inhalt. Und da geht es das erste Mal darum, wie etwas gesagt wird. Ja, also, ja. Genau. Also und da gibt es eine super Maxime, die ist eben, sei deutlich. Und dann nochmal so Untermaxime, sowas wie vermeide Unklarheiten, vermeide Doppeldeutigkeiten, sei kurz im Sinne von nicht langatmig. Also nicht, es geht ja in die Quantitätsrichtung, aber er meint dann nochmal was anderes, denke ich mal. Und sei geordnet. Genau. Man soll auch nicht ambivalent sein, also so Dinge sagen, wo unklar ist, sowas wie, ne, also... Ja, doppeldeutig, habe ich auch gesagt. Genau. Entschuldige, das hast du so schnell gesagt. Ach so, sorry. Keine Unklarheiten, nicht doppeldeutig, nicht langatmig und geordnet soll man sein. Genau. Ne, auch dieses geordnet ist, das ist auch so eine Sache, die, wo man erstmal denkt, was soll denn das heißen, geordnet? Also, das ist so eine, auch so eine Banalität, wenn man es einmal gehört hat. Aber es geht zum Beispiel darum, wenn ich jemanden frage, na, wie war dein Tag heute? Dann erwarte ich jetzt, egal was die Person sagt, automatisch, dass sie in chronologischer Reihenfolge erzählt. Genau, ne? Also die Person, meistens sagt mir auch sowas wie, zuerst habe ich das, morgens habe ich das und kommentiert das irgendwie. Aber wenn man irgendwie sowas sagt wie, ich war einkaufen an der Arbeit und habe gefrühstückt, würde man sich denken so, hä, wann bist du denn aufgestanden? Und dann würde man sagen so, na, aber in umgekehrter Reihenfolge, hahaha, oder so, dann ist das, könnte man nämlich wieder einen Witz draus machen oder so, aber es wäre seltsam, auch wenn ich so das sage, wie ich bin ich bin an die Tankstelle gegangen und habe Zigaretten gekauft, dann würde man automatisch davon ausgehen, ich habe die Zigaretten an der Tankstelle gekauft, zu sagen, weil ich es auch in dieser Reihenfolge sage und nicht sowas wie, ich bin in die Tankstelle gegangen, dann war ich noch in der Stadt und dann habe ich noch das gemacht und dann habe ich die Zigaretten gekauft, aber ich habe jetzt mal auf zwei Sachen verzichtet. Das kann ja auch eine Art von Geordnetheit sein oder sowas. Und das geht ja dann schon, damit kann man ja auch total gut so Bullshit-mäßig lügen, indem man zum Beispiel Dinge weglässt. Ja, stimmt. Genau, das sind das Kooperationsprinzip, die Kooperationsmaxime nennt man es ja auch, diese vier. Also Quantität, Qualität, Relevanz und Modalität. Und jetzt ist ja die These dieses Textes, den wir gelesen haben, dass der Bruch dieser Maxime eine Form von Humor darstellt. Und die machen das ja am Beispiel von Friends. Was hättest du denn, also die haben ja auch so ein bisschen ausgerechnet, welche Maxime am häufigsten verletzt wird in Friends. Und was hättest du da vorher gedacht? Bevor ich das sage, will ich ganz kurz sagen, man kann die ja nicht so super scharf trennen. Was die an dem Aufsatz machen, ist natürlich, dass sie sagen, ne, wir haben ja unsere MuttersprachlerInnen befragt, die haben bei 78% der Dinge gesagt, ja, das ist witzig, also können wir uns diese Stellen anschauen und dann versuchen, mithilfe dieser Maximen zu erklären, warum witzig ist. Genau, und das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, sie gucken sich nur die 10. Staffel an. Einfach damit eine überschaubare Datenlage natürlich. Nur die 10. Staffel aus Friends, also die letzte auch. Ja. Und ich hätte jetzt intuitiv gedacht, dass es wahrscheinlich die Maxime der Relevanz ist, weil man oft dann Dinge sagt, die gar nicht zum Thema passen. Habe ich auch gedacht, ist ja nicht der Fall gewesen, aber hat mich auch überrascht. Aber genau, die Maxime, die am häufigsten verletzt wird, ist die Maxime der Qualität.
dann Relation, dann Modalität und dann Quantität. Hat mich auch überrascht, dass Quantität so selten ist, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, also ich denke, ich hatte auch intuitiv, ich hatte, wenn ich so eine Reihenfolge gemacht hätte, ich gesagt, erst kommt die Maxime der Relevanz und dann kommt die Maxime der Quantität, weil es ja, finde ich, also in meinem Kopf sind ganz oft so Witze eben sowas wie, man gibt zu viel Preis darüber, ne, oder man sagt zu viel oder zu wenig. Mhm. Also ich habe immer so ein Beispiel im Kopf wie bei einer der Folgen von Friends, wie, was weiß ich, also ist ja ganz oft, jemand hat ein Geheimnis vor den anderen und eine dritte Person, die das schon weiß, verrät das dann unabsichtlich. Ne? Also was ich ganz lange weiß, nur Joey, dass Monica und Chandler zusammen sind. Spoiler! Ja, genau. Spoiler. Für, genau, Spoiler übrigens für Friends, ne? An genau, für eine Serie, für die Staffel 5, das heißt also wahrscheinlich so für 1998. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, tut mir leid. Genau, und dann sagt er manchmal so Sachen oder sowas, wo man dann merkt, so, oh, jetzt hat er sich fast verraten, weil er so ein bisschen zu viel gesagt hat. Und uns als Zuschauenden ist natürlich sofort klar, dass das mitgemeint ist, aber die Person in der Serie ist natürlich noch, was ich, Rachel kann das noch gar nicht verstehen, deswegen merkt sie es nicht oder so. Ne? Ja, deswegen hatte ich das gedacht. Genau. Ja, genau, ich hatte auch Relevanz gedacht, aber tatsächlich haben das ja dann nochmal aufgeschlüsselt, also die haben ja dann sozusagen sich angeguckt, unter welche Verletzung der Maxime fällt jetzt der und der Witz. Und dann haben sie es nochmal so untergliedert und haben unter jeder Verletzung nochmal so Unterstrategien. Das wird gleich klar, wenn wir darüber reden. Und das, was am häufigsten vorkam, also die häufigste Strategie, wie Humor in der 10. Staffel von Friends rübergebracht wird, ist durch Ironie. Und Ironie ist natürlich eine Verletzung der Maxime der Qualität, weil man ja nicht die Wahrheit sagt, sozusagen. Also man sagt ja das Gegenteil von dem, was man meint. Das ist ja die Definition von Ironie. Und deshalb kann man das als Verletzung der Qualität machen. Danach kommen irrelevante Aussagen. Das wäre ja dann eben Relevanz. Ne? Und danach kommt Finding Excuses, also so Ausreden finden für etwas. Das wäre ja je nachdem, ne? Kann man unter verschiedene Sachen. Ich weiß gar nicht, unter was die das gefasst haben, aber wahrscheinlich Relation, oder? Ja, ich denke auch, weil das ist ja dann oft, ist ja die typische Ausrede, ist ja dann Themenwechsel. Ah, nee, also. Qualität auch. Achso, ja, gut, dann gut, dann sagt man halt was, was man nicht so meint, ne? Also. Ja. Ja. Stimmt. Ja, gut, wir können ja einfach auf die Beispiele eingehen, damit es ein bisschen griffiger wird, glaube ich, für alle zuhören. Also, ich glaube, so ein Standardbeispiel für die Ironie ist natürlich dieses, wird hier so eine Szene beschrieben, wo Ross erzählt, dass er ein Date hat mit einer Frau, die ihn schon beim ersten Treffen sich so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, dass über seinen Kleidungsstil lustig gemacht hat. Und er redet da gerade mit Joey und Phoebe und Phoebe sagt so, hey, ich gehe morgen shoppen mit Rachel und die arbeitet doch auch in der Modebranche, dann können wir dich beraten, dass du mal vielleicht ein bisschen was Originelleres anziehst und so. Und erst in dem Moment sagt Ross dann so, oh ja, ich wäre euch voll dankbar, sie hat mich schon beim ersten Date so ein paar Anmerkungen gemacht. Und dann sagt halt Joey, während er sozusagen so bedeutungsschwanger auf sein knallbuntes Shirt guckt, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum oder sowas. Ja. Ne? Nettes Shirt übrigens. Und das ist sozusagen genau dieses Ironie halt. Diese Ironie, weil er ist offensichtlich eben kein nettes Shirt halt. Ja. Ne? Genau, also das ist, glaube ich, so ein Standardbeispiel. Und richtig, das ist auch Schenkelklopfer, ne? Ja, es ist natürlich genau das, also ich finde, genau, wenn man das jetzt so nacherzählt, wirkt das jetzt nicht ultra witzig, weil da kommt wieder genau das hinzu, was wichtig ist. So kulturelle Kontexte, übertriebene Mimik, ne, Vertrautheit zwischen den Leuten und so, das sind alles Sachen, die wichtig für Humor auch sind. Ja. Aber sozusagen die Logik der reinen Inhalte, der ausgesprochenen Inhalte, kann man eben nur erklären, wenn man eben noch diese Grice und das Kooperationsprinzip hinzunimmt. Weil wenn man jetzt überlegt, so, wenn wir sozusagen, wenn wir uns vorstellen, wir sind alle Aliens, die super rational sind und das Konzept Humor nicht verstehen, die würden sich halt denken, warum sagt denn dieser Joey ein nettes Shirt, wenn er das nicht so meint? Ja, ja, genau, wenn man und, auch keine Ironie, oder wenn man zum Beispiel Kinder verstehen ja erst ab einem gewissen Alter Ironie, die würden dann auch das nicht verstehen, warum da gedacht wird wahrscheinlich. Ja, ja, genau, genau, ja. Ja, ich finde Ironie an sich, finde ich eine der witzigsten Sachen generell von Humor. Also ich finde Ironie, Sarkasmus, wer ist das dritte? Zynismus, wollte gerade sagen, noch eine schlimme, eine Stufe schlimmer. Ja. Finde ich generell immer, also häufig witzig, aber bei Friends funktioniert es für mich meistens nicht so gut und bei diesen ganzen Beispielen, die dir da aufgezeigt haben, auch nicht. Das ist halt so eine, ich weiß nicht, es ist halt nicht eine tiefergehende Art von Ironie. Also ich finde, wenn man einfach wirklich nur
das komplette Gegenteil von dem sagt, was man meint, aber es sehr offensichtlich ist, finde ich es nicht so witzig, glaube ich. Ja, ja. Es ist halt eine sehr oberflächliche Art von Ironie ist. Es ist auch nur ganz wichtig, mir ist jetzt gerade auch wichtig zu sagen, nur weil viel, was Humor ist, und Ironie typischerweise heißt das Gegenteil von dem zu sagen, was man meint, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass immer, wenn man ironisch ist oder immer, wenn man das Gegenteil sagt von dem, was man meint, dass man auch witzig automatisch ist. Man kann ja auch ironisch oder so in einem Streit sein oder und die andere Person kann das überhaupt nicht witzig finden. Ne? Also das will ich auch nur sagen. Na gut, Ross wird es ja wahrscheinlich auch nicht witzig finden, was Joey gesagt hat. Ja, genau, genau. Also, ja, das ist ja auch Humor, der ist ja für uns gemacht, nicht für Joey. Das, ne? Stimmt. Das ist ja keine natürliche Kommunikationssituation in der Sitcom. Also, ja, aber er sagt es ja dann primär für Monica oder wer da noch dabei ist. Phoebe, ja, ja, klar. Phoebe, ja. Klar, klar. Also er will ja auch witzig sein. Das ist ja nicht nur für uns ZuschauerInnen, sondern auch in der Situation will er ja auch witzig sein. Ja, ja, das stimmt, ja. Ich meine, davon leben wir. Wobei wir das ja nie wissen, weil Joey wird ja auch immer so ein bisschen als dümmlich dargestellt und manchmal habe ich auch das Gefühl, ist es unabsichtlich, obwohl das kann ja nicht unabsichtlich ironisch sein. Ironie muss ja immer absichtlich sein. Also ich meine, das ist ein gescripteter Dialog, der ist immer... Ja, aber du hast ja eben gesagt, es ist dann für uns ZuschauerInnen witzig, aber es ist ja auch die Frage, ob es auch in der Welt, in der erzählten Welt witzig ist. Also ja, doppelt witzig. Ja, ja, ich finde, das ist mal so. Und in so, dem so. Fall ja schon. Ja, genau. Ja. Aber oft wird Joey ja auch so als dümmlich gekennzeichnet und dann ist es für uns witzig, weil es diese Doppeldeutigkeit hat. Aber ja, er meint ja, es nicht so. Also er ist nicht absichtlich ironisch. Man muss ja absichtlich ironisch sein. Ja, 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 ja. Aber es kann trotzdem, eine Sache kann trotzdem, die nicht absichtlich ironisch ist, für uns ironisch rüberkommen, sozusagen. Ja, also ich finde, das ist auch, die einfachste Art, Witze sprachlich zu erklären, wird ja auch hier erwähnt, dass man sozusagen so durch Wörter mit verschiedenen Bedeutungen oder die Vertauschung oder Verwechslung von Bedeutung von Wörtern kann man ja auch Witze erzeugen. Und was du gerade sagst mit Joey, ist ja auch so ein typischer Witzfänger, wenn der Fachbegriffe nicht versteht. Ja. Das hat mir ganz oft in Sitcoms Leute, die eben ja bestimmte Fachbegriffe nicht verstehen und ich weiß noch, also es funktioniert, glaube ich, nur ganz gut auf Englisch, ist eben als, jetzt kommt wieder ein Spoiler, aber als Ross und Rachel in Las Vegas in betrunkenem Zustand heiraten und dann kann man in einem bestimmten zeitlichen Abschnitt noch diese Hochzeit annullieren lassen. Also das, was dann eigentlich keine Scheidung in dem Sinne ist, sozusagen, sondern man sagt, ja, okay, wir haben einen Fehler gemacht und können beide bezeugen, dass wir das nicht wollen und können es wieder zurücknehmen. Und dann als Ross dann eben vor Joey sagt, ich möchte diese Annullierung machen, er sagt, I want to get an annulment. Dann sagt halt Joey zu ihm, ich glaube nicht, dass ein operativer Eingriff hier das Richtige ist. Weil er es halt verwechselt vielleicht mit einem, also er denkt vielleicht, er will sich jetzt sterilisieren lassen oder so. Und dann lachen wieder wir als Zuschauer, aber in der Serie lacht halt keiner. Ross guckt nur verwirrt und Joey guckt unschuldig und wir lachen sozusagen. Ja, ja. Finde ich auch mal sehr, sehr cheap, wenn man so über fehlende Fachkenntnisse von Leuten lacht, aber ja. Ja, 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 ja. Aber ich wollte auch nur das Beispiel so ein bisschen geben, ne, wie das. Ja, ich habe das Gefühl, also so eine ganz andere Sache, aber ich habe das Gefühl, die männlichen Charaktere von Friends sind überhaupt nicht interessant geschrieben. Also ich finde, die weiblichen Charaktere sind viel interessanter und viel vielschichtiger, während die Männer so ein bisschen cheap sind, so damit sie witzig sind. Ja. Also Ross hat ja diese komische männliche Ego-Geschichte, Joey ist halt dumm, aber heiß. Genau, dumm, aber heiß, kann ich nicht sagen. Und Chandler ist halt für mich super nichts. Also Chandler ist noch aber der originellste Charakter von denen, finde ich. Also aber ich finde, die haben so wenig Tiefe, die Männer irgendwie, für mich. Dass ich das Gefühl habe, wer hat die eigentlich geschrieben? Also bei Chandler ist halt das Spannendste, so eine Tiefe entfaltet durch die Beziehung mit Monica. Also im Laufe der Serie halt. Das finde ich, meine ich ja, dass die Charaktere doch ein bisschen weiterentwickeln halt. Ne? Aber wir kommen vom Thema ab. Darum soll es heute nicht gehen. Aber trotzdem nur eine Sache, also ich habe auch das Gefühl, man merkt eben diese Zerrissenheit. Ich habe, glaube ich, mehrfach schon erwähnt, dass ich auch mit KollegInnen zusammen mal so eine Vortragsreihe gemacht habe über so das Verständnis von Geschlechterrollen und von Gender in Serien. Und in der allerersten Reihe, das war 2016, hat eben eine Wissenschaftlerin einen Vortrag über Friends gehalten und die hat eben auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Fazit gezogen, dass es halt für seine Zeit war Friends total modern, aber aus heutiger Sicht oder aus damaliger Sicht 2016, so sage ich mal 10, 12 Jahre später nach der letzten Staffel, ist es aber auch schon wieder sehr überholt und hat eben gesagt, man hat sozusagen das alte Verständnis von Mann und Frau und von Geschlecht und Gender zeigt sich vor allem an den männlichen Figuren und dass man eben bei den weiblichen Figuren aber auch viel Originalität hat, so wie eben bei Phoebe oder so. Ja. Weil
das auch eine der ersten Serien war, wo von Anfang an klar war, alle SchauspielerInnen verdienen das Gleiche. Weil man typischerweise bei solchen Sitcoms auch immer diese Sache hatte mit so, ja, die Männer stehen im Fokus, deswegen verdienen die männlichen SchauspielerInnen mehr. Und es ist ja auch ganz normal, dass männliche Figuren ab und zu eine neue Partnerin haben. Dann wechseln wir halt in Staffel 4 die weibliche Hauptperson ein bisschen aus oder so. Und diese stabilen Casts, wo auch die männlichen, weiblichen Figuren ungefähr gleich viel mit Skriptzeit bedacht werden oder so. Das ist erst bei Friends auch so aufgekommen. Ja, ist auf jeden Fall interessant, ja. Ja, 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 nee, ja. aber das teile ich auch wirklich. Ich habe auch das Gefühl, bei den Männern, da ist was Ja, schiefgelaufen. genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber nicht jedes einzelne Beispiel durch. Nee, Vielleicht nee, aus nee, jeder Kategorie eins. Also man nee. kann ja noch sagen, bei Qualität, also ne, damit die Maxime der Qualität gebrochen wird, wird unter anderem, also häufig durch Ironie, aber auch durch Übertreibung und eben durch diese Excuse, also wie heißt es, dass man den Ausrede. Schuldigen, Ausrede, genau, dass man eine Ausrede findet, genau. Ja. Genau, Quantität kommt ja als nächstes, ne? Das heißt, ne, wir erinnern uns, man soll nicht mehr oder weniger informativ sein. Und genau, da gibt es zum Beispiel. Ja, es gibt zum Beispiel, wo eben auch Rachel mit jemandem redet, und die Person sagt, ja, ich heirate jetzt jemanden oder so. Also Rachels Schwester erzählt, dass sie sozusagen jetzt jemanden heiraten wird, der Myron heißt. Und Rachel versucht, mehr Informationen über ihn rauszukriegen. Und dann sagt sie irgendwie sowas wie, ja, wie ist er denn so? Und dann sagt sie halt, ganz okay. Genau, was jetzt viel zu wenig ist, als was Genau, man ja. erwarten Also würde. wenn man eben, ne, wenn ich Genau. irgendwo hinkomme und sage so, hey, ich habe mich verlobt, und dann sagt die andere Person, ja, mit wem und wie ist die Person? Und ich sage so, ja, ist echt ganz nett. Dann Ja. wäre das irgendwie auch Und man denkt sich sofort, soll ich jetzt weiterfragen? Ist so eine komische safe. Geschichte dahinter. Ja, Genau, und die genau. Geschichte, die du eben schon vorhin irgendwann erzählt hast mit Barry, dass man sagt, erinnerst du dich an Barry? Ja, mit dem habe ich doch ständig rumgeknutscht oder Ja, so. genau. Wobei ich da immer das Gefühl habe, das ist ja gar nicht unbedingt dieses zu viele unnötige Informationen, sondern eher dieses too much information im Sinne von so, dass es so unangenehm ist, weißt Ja, aber jetzt kommst du genau in diese, du? Komische Erklärungssache, ja, in ne? dieses, welche Maxime ist es denn Ja, eigentlich? aber Und ich jetzt habe. kommt wieder diese Logiksache, dass halt man, wenn man sozusagen jetzt versucht, es so ganz scharf zu trennen, müsste man natürlich sagen, so, ja, okay, in dieser Situation, wenn Rachel eine Geschichte erzählen will als Beispiel und nur feststellen will, kennt diese Person Barry, Ja. müsste die ja nur sagen, ja, ich weiß Bescheid, wer Barry ist. Aber sie sagt, ja, ich kenne Barry, wir haben rumgeknutscht. Und das Ja. ist sozusagen zu viel. Ja, Ja, das, aber wir so ist das lachen doch gemeint. nicht, weil sie zu viele Informationen gibt, sondern weil sie sowas super Unangebrachtes sagt. Deshalb Ja, lachen wir ja. aber es ist, Und das ist doch ja. eher die Art, wäre das nicht eher, weiß ich nicht, Pass auf, weiß ich nicht, Relation oder. das ist genau das passiert immer, wenn ich das unterrichte. Und dann sage ich den Leuten, ja, sie müssen das auch nicht scharf Ja. trennen. Hauptsache, sie können mit Hilfe dieser Begriffe erklären, was da ungefähr passiert. Sie können zum Beispiel sagen, es ist gleichzeitig ein Verstoß gegen diese und jene Maxime. Denn letztlich geht es nur darum, hier wird das Kooperationsprinzip in einer bestimmten Weise gebrochen und deswegen entsteht vielleicht für die Zuschauenden ein Witz. Ich verstehe es, aber das, was der Zweck dieses Aufsatzes ist, also nicht der von Grice, sondern von den beiden ForscherInnen, ist ja zu erklären, wie der Humor funktioniert auf Basis des Bruchs der Kooperation, des Kooperationsprinzips. Und dann Ja. müsste ich ja erklären, wieso ist jetzt diese Sache witzig? Und wenn ich das erklären will mit Grice, muss ich ja erklären, wieso ist das witzig in Bezug auf diese Maxime. Und das verstehe ich dann irgendwie nicht so recht. Da habe ich das Gefühl, Ja. es ist aber nicht, das ist nicht der Grund, warum das witzig Nee, ist. ich find ich Deshalb, da super. funktioniert es für mich nicht. Aber Ja. ich habe irgendwie ein Problem, glaube ich, habe ich jetzt überlegt mit der Maxime der Quantität. Also in Bezug, nicht generell, sondern in Bezug auf die, wann breche ich das? Ah, die Ich Maxime der hoffe, ich Quantität, sage mein so gerne, Erzfeind. ich sag so gerne so viel oder so wenig. Ja. Nein, ich meinte in Bezug auf Humor. Also wenn man das Ja. bricht. Weil ich habe das Gefühl, aber nur bei zu viel Informationen, glaube ich. Auch das mit dem Porsche, was du vorhin erzählt hast, da dachte ich auch so, es ist doch keine Maxi da habe ich auch gedacht, es ist doch keine Verletzung der Maxime der Quantität, wenn jemand das sagt. Das hätte ich Ja, ich nie. will ja fragen, wieso die Person zu spät gekommen ist. Ich will nicht wissen, was für ein Auto sie Ja, hat. aber das ist so, weiß ich nicht, da habe ich nicht das Gefühl, es ist ja nicht mal, es ist nicht mal. Ja, du hast ja gesagt, es hat nichts mit der Wortanzahl zu tun, aber es ist halt eine Information mehr, als es gebraucht hätte, statt Ja, eine Auto Information Porsche. mehr reicht für die Definition Ja, Maxime der okay, wenn mir Quantität. eine 5 Schrauben gibt statt 4, ist es auch wieder eine zu viel. Das Genau, sehe ich schon, genau. aber irgendwie Die gerade. Situation ist ja nicht kaputt dadurch. Ich habe ja trotzdem meine 4 Schrauben bekommen, aber ich muss mit der Aber ich finde fünften es nicht so Schraube jetzt offensichtlich irgendwas wie bei den machen. anderen.
Maxim irgendwie. Und gerade bei dieser Humorsache mit Barry, dieses Beispiel, das ist meiner Ansicht nach, hat es überhaupt nichts mit der Quantität zu tun. Ja, ja. Ich bin auch hier so ein bisschen des Teufels Anwalt, weil ich weiß genau, ich finde das auch problematisch. Also, problematisch ist ja auch zu viel, denn man hängt ja nicht. Es ist nicht so, also das klingt so super schön scharf und analytisch und als ob man jetzt Humor runterrechnen könnte, kann man aber nicht. Weil ich finde auch, also damit ist nie alles erklärt. Man kann so ein bisschen näher kommen daran, aber die Witzigkeit einer Situation ist damit noch längst nicht erklärt. Ich meine, das sagen die auch in dem Aufsatz, dass eben, was ich auch schon gesagt habe, nur so kulturelle Sachen, auch zum Beispiel so persönliche Faktoren oft eine Rolle spielen bei Humor. Sowas wie, ja, das ist so einer, der hat so einen trockenen Humor, da musst du dich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Oder so, das kennen wir auch alle aus dem Alltag. Dass man weiß, normalerweise ist ja wichtig, zum Beispiel Ironiemarker zu setzen. Deswegen machen wir auch in WhatsApp Smileys. Deswegen haben sich ja Emojis so krass durchgesetzt, weil man gemerkt hat irgendwann, ja, wenn ich was schreibe per Mail und schreibt das so, wie ich es sagen würde, weil Mail-Kontakt zum Beispiel ist ja auch in beruflichen Kontexten oft so ein bisschen mündlich vom Sprachstil her. Und ich mache was Ironisches, aber ich habe die Mail an 5 Leute gerichtet und die eine Person versteht es, aber die anderen 4 nicht und so weiter. Deswegen mache ich lieber den Zwinker-Smiley und so weiter und so fort. Ne? Also und all das, so diese Persönlichkeitsstrukturen eines bestimmten einer bestimmten kommunizierenden Person, kulturelle Kontexte, auch Körpersprache in der Situation und so, das ist alles super wichtig, um diesen Humor noch mitzutragen. Ja, genau, das sagen sie ja auch. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich das Gefühl habe, dass es mir zu fest in diese Kategorien, die meinen das ja gar nicht so, dass sie so fest in diese Kategorien machen, aber sie machen es ja trotzdem, auch so, dass sie zum Beispiel dieses Finding Excuses, ne, also Ausreden finden unter Qualität setzen und nicht unter Relevanz, wo wir beide auch gedacht haben, hey, ist das nicht komisch? Und da weiß ich, also wir können ja gleich nochmal drüber reden, wie viel das jetzt bringt, das so zu kategorisieren und ob wir da jetzt irgendwas gelernt haben über den Humor von Friends wirklich. Ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber, bei Relation haben sie halt als Beispiele, jemand bringt eine irrelevante Äußerung, ne? Also zum Beispiel, um eine unangenehme Frage zu umgehen, sagt man halt etwas ganz anderes, haben wir ja auch schon drüber geredet. Dann gibt es die Kategorie Icebreaker, die da drunter fällt. Das ist auch ganz witzig, weil wir ja bei der Smalltalk-Folge drüber geredet haben, dass man halt, wenn irgendwas still ist, sagt man halt plötzlich, kann man Brot eigentlich einfrieren oder so. Ja, und dann ja. lachen alle. Oder man wechselt halt das Thema. Das waren ja die Sachen, die gefunden haben bei Relevanz oder Relation. Ja. Irgendwie Relation immer aufgeschrieben. Was heißt der Relevanz im Deutschen, ne? Ja, genau. Genau, genau. Und bei Modalität, das ist ja vielleicht noch ganz interessant, unterscheiden sie zwischen lexikalischer Zweideutigkeit und referenzieller. Ist das die richtige Übersetzung? Ja, ja, ja. Okay. Genau, also vielleicht nur ganz kurz, also sozusagen referenzielle Zweideutigkeit, also auf Dinge referieren, heißt eben auf sie verweisen. Ja, also wenn ich zum Beispiel eben, ich kann ja also man benutzt zum Beispiel ein Pronomen und dann ist halt die Frage, worauf bezieht sich das jetzt? Wenn man er sagt, dann ist ja die Frage, auf was bezieht sich jetzt das er, auf welchen er bezieht sich das? Also Standard-Gag, der jetzt nicht bei Friends vorkommt, aber den man sich in zig Komödien vorstellt, sowas wie die Frau oder Partnerin lauscht an der Tür und die geliebte Person sitzt innen drin und sagt laut, ich liebe dich. Und dann stürmt die Person schockiert ran, sieht, okay, die Person ist einen Eisbecher, den sie gerade geduzt hat oder so. Da hat man ja auch eine referenzielle Ambiguität, weil die Person, man denkt natürlich bei, ich liebe dich, ist ja ein Personal, also dich ist ja ein Personalpronomen, damit verweist man typischerweise auf Personen. Und die Person erwartet jetzt, die draußen steht, natürlich jetzt vielleicht einen dritten Partner, der sozusagen das Ganze irgendwie kaputt macht, aber nein, das ist nur der Eisbecher. Sozusagen, ja, das ist sozusagen der Witz. Ja, genau. Dass der Eisbecher da gibt. Und lexikalische Zweideutigkeit ist halt einfach, wenn ein Wort zwei Bedeutungen hat. Ne? Ja, genau, es ist wirklich auch ein Standardding. Also das Beispiel, was hier aus Friends auch genannt wird, ist, dass Rachel für irgendeine Situation, ich glaube, einen Kindergeburtstag und für einen Junggesellinnenabschied zwei Torten bestellt hat und die eine ist für ihre Tochter und das andere ist ein Kuchen mit ihrem Gesicht drauf. Und das andere ist ein Kuchen in Form von einem Penis oder sowas. Und jetzt ist aber das Gesicht der Tochter auf dem Peniskuchen, was ja an sich schon mal ein witziger Normenbruch ist, irgendwie total absurd. Mhm. Und dann steht da halt Chandler in der Nähe und während sie telefoniert und sich beschwert und sagt, ich habe doch gesagt, auf den Kuchen kommt das und auf den Kuchen kommt das und der Kuchen mit den Nüssen ist der. Und dann sagt halt Chandler eben, fairerweise muss man sagen, dieser Kuchen hat auch Nüsse, womit er natürlich die Hoden meint. Funktioniert im Deutschen nicht so gut, aber im Englischen. Ja, ja, ich glaube, ist so, in den 90ern hat man auch Nüsse dazu gesagt, aber das ist. Okay.
echt auch ein bisschen out, wirklich ja, schon. Ja. Aber Nuts und so funktioniert, im Englischen funktioniert das Ganze. Genau. Ja, ja. Genau. Ja, was nehmen wir daraus? Also das sind ja die ganzen Beispiele, die wir gemacht haben. Guckt euch gerne den Text an, da sind ja ganz viele Beispiele aus der Serie raus. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht so interessant, wenn wir jetzt über jedes einzelne reden. Mhm. Also kann man, wenn man das jetzt so ausdifferenziert darstellt, haben wir jetzt was darüber gelernt, wieso Friends witzig ist? Nee, also ich finde eigentlich nicht so sehr, weil die sagen ja auch zu Recht, die Art von Humor, der, also weil ich ja schon am Anfang gesagt habe, ne, Humor sind harmlose Erwartungsbrüche und eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass etwas harmlos ist, ist, dass man miteinander vertraut ist. Ne? Also wenn ich über eine andere Person lache, ist das weitaus harmloser, wenn wir miteinander vertraut sind, wenn wir uns gut kennen und wissen, dass die Person es nicht böse meint. Entschuldigung, als wenn ich zum Beispiel eher über jemanden lache, der fremd ist. Ja, also wenn jemand, keine Ahnung, rückwärts ausparkt und leicht an einen Eimer stößt oder sowas, den ich kenne, dann kann ich kurz lachen oder so, das ist nicht schlimm. Aber wenn das jemand Fremdes passiert und ich würde lachen, wäre das schon ein bisschen komischer. Ja? Den Eimer oder die Person, wen kennst du denn? Ja, ja, genau. Versteht ihr? Okay, wollte ich nicht, sorry. Ja. Nee, genau. Also, und deswegen, und dieses Harmlose funktioniert ja super gut in Sitcom-Kontexten, weil da natürlich alle miteinander vertraut sind und warum ist es auch noch harmlos? Weil wir ständig als Zuschauende gespiegelt bekommen, du darfst lachen, das ist eine Sitcom. Deswegen hat man ja auch ganz lange noch diese eingespielten Lacher, um zu signalisieren, hier darf gelacht werden und so. Und natürlich auch, weil es ansteckend ist. Ganz schlimm, und so. Also diese eingespielten Lacher, die verderben mir alles. Ja, und da hat man natürlich noch die übertriebene Mimik der Figuren, also wenn Joey so übertrieben dümmlich guckt oder Chandler mit seinem ironischen Lächeln, sodass man sofort weiß, jetzt kommt wieder so ein typischer Chandler-Spruch und so. Und all das macht uns diese Harmlosigkeit als Rahmen klar. Ja, sehe ich. Und dann kann man super gut mit diesen Maximen reingehen und sagen, ja, so funktioniert Humor oder so, aber nur in diesen Situationen, wie sie zu Recht sagen. Ich finde es halt spannend, wenn sie am Anfang den Zweck nennen, so ja, wenn man zum Beispiel eine fremde Sprache lernt, eine fremde Kultur lernt, kann ich mir vorstellen, dass es einen bestimmten Lerntypus gibt von Menschen, die eine andere Sprache lernen, denen das hilft zu sehen, ach, so funktioniert diese Art von Humor. Weil ich weiß, ich kenne das auch aus anderen Teilbereichen der Pragmatik, also der Disziplin, der man jetzt irgendwie das Kooperationsprinzip in der Linguistik zurechnen würde, wo es um Sprechen als Handeln geht, also deswegen Pragma heißt Handeln auf Altgriechisch, sage ich immer, wenn es darum geht, damit man es ein bisschen einordnen kann. Und da gibt es halt ganz oft sowas, wie dass man merkt, ah, es gibt verschiedene Formen von Höflichkeit und diese Art von Höflichkeit sind eher im asiatischen Raum gängig und diese Formen von Höflichkeit sind eher im europäisch-westlichen Raum gängig. Und da kann man irgendwie verstehen, ach, deshalb ist das bei denen witzig und bei uns ist das nicht witzig oder sowas. Mhm. Ne? Genau, also ich glaube so ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel für Sprachenunterricht und Kulturunterricht, für Fremdsprachenunterricht ganz nützlich sein kann, diese Normen beizubringen, zu sagen, so passt auf, so funktionieren die Normen bei uns, dann wird wahrscheinlich jeder nicken und denken, ja, ja, klar. Und dann kann man sagen, jetzt pass auf, diese Norm zu brechen ist in Deutschland, geht das gar nicht zum Beispiel oder sowas. Mhm. Ne? Also zum Beispiel bei uns ist ja ein Themenwechsel, also ein leichter Themenwechsel, als Signal, dass man vielleicht ein Thema unangenehm findet, super angenehm. Oder dass wir für uns das ganz selbstverständlich, aber es gibt eben auch Sprachen oder Kulturgemeinschaften, wo das zum Beispiel gar nicht funktionieren würde, wo es mega unhöflich gelesen wird. Und dann sollte man das wissen, zum Beispiel. Ne? Und glaubst du, dass man, ganz am Anfang habe ich mich ja gefragt, ob man Humor lernen kann. Glaubst du, wenn man sich Friends anguckt, dass man dadurch lernen kann, witzig zu sein und vielleicht dann auch noch sich diese Analyse von diesen ForscherInnen anguckt? Also ich habe auch keine Antwort darauf, ich habe mich gerade gefragt. Also ich glaube schon, also was man auf jeden Fall auch nachweisen kann, was Kinder super gut zum Beispiel lernen und was man auch zum Beispiel bei Freundeskreisen nachweisen kann in Kommunikationssituationen, ist, dass die zum Beispiel oft Mimik und Gestik aneinander anpassen. Das heißt, wenn irgendjemand das, also vielleicht kennt ihr das oder kennt der eine oder die andere, die uns hier zuhören, das auch, dass man manchmal in Freundeskreisen so einzelne Wörter oder einzelne Gesten aufschnappt, die man von Personen übernommen hat, wo man denkt, ach stimmt, ich mache das ja genauso wie X jetzt auf einmal, weil ich das irgendwie so prägnant fand. Und sowas kann man sich halt abgucken, aber es ist weniger so ein Abgucken im Sinne von, ich mache das doof nach, sondern man hat irgendwann so, sage ich, nachdem man das 5, 6, 7 Mal in verschiedenen Situationen erlebt hat, hat man so ein Gefühl dafür, in welchen kommunikativen Situationen das angemessen ist und übernimmt es dann für sich, wo man denkt, das passt vielleicht auch ganz gut in dieser Situation. Ja. Man muss auch immer ganz gut an so einen Schulfreund denken, der super witzig ist und der auch in der Schule schon als super witzig immer galt
Und ich weiß genau, ich habe irgendwann zu dem gesagt, so als wir schon so in der Oberstufe waren, meinte ich so, jetzt weiß ich genau, an wen du mich erinnerst. Jetzt, immer wenn du einen Witz erzählst oder irgendwas Witziges machst, habe ich gedacht, der erinnert mich doch an irgendwen. Und dann ist mir aufgefallen, du bist doch so ein bisschen wie hier Terence Hill aus den Bud Spencer und Terence Hill Filmen, so von der Art. Jetzt ja. Nicht diese Prügeleien, aber so die Art von so einem trocken, nicht die Prügeleien, so eine Art von trocken, charmantem Humor irgendwie, ja. Mhm. Und da meinte er so, ja, das stimmt, das habe ich immer gern geguckt und manchmal habe ich auch gedacht, so könntest du auch sein, als ich kleiner war und so. Und ich glaube schon, dass da was dran ist, dass man das so ein bisschen aufsaugt, aber es wirkt nur dann gut, wenn man das auch zu seiner eigenen Sache macht. Also man muss es so ein bisschen in seinen eigenen Stil über, wie soll ich sagen, so ein bisschen übernehmen und überarbeiten. Aber man kann aber nicht sagen, so ich mache das jetzt so eins zu eins. Nee, so das wäre ja auch nicht authentisch. Ja, also ja, das genau, ist ja auch wichtig, glaube ich, bei Humor, dass man authentisch versucht, witzig zu sein. Deshalb bringen ja auch diese ganzen auswendig gesagten Witze nicht so viel eigentlich, um witzig zu sein, außer du schaffst da irgendwie deinen eigenen Turn rein, indem du das zum Beispiel witzig erzählst. Also das ist jetzt wieder blöd, ne? Wie kann man witzig jetzt Sachen erzählen, aber indem man es irgendwie, keine Ahnung, sehr übertrieben darstellt, gestikulierend darstellt. Ja, oder so. Ja. Aber ich dachte jetzt auch gerade, das ist ja auch immer die Frage, wie der Humor bei Friends jetzt wirkt. Da haben wir ja auch drüber geredet, ob das nur für die ZuschauerInnen witzig ist oder auch in der Situation. Weil wenn es nur für die ZuschauerInnen witzig ist, kannst du dir ja gar nicht so viel abgucken eigentlich. Ja, definitiv. Weil du willst ja die Person sein, die in der Show ist und witzig ist sozusagen. Mhm. Ne? Also es bringt dir ja nichts, wenn draußen so eine Metaebene lacht über dich. Ne? Ja. Sondern du willst ja, dass die Person dir gegenüber lacht und so. Und da wäre halt dann die Frage, wie witzig sind denn aber die in der Face-to-Face-Konfrontation wirklich bei Friends. Das müsste man eigentlich nochmal trennen, finde ich. Das wäre eigentlich interessant, wenn man das nochmal trennt. Ob es dann in Game, wollte ich schon sagen, in der Serie witzig ist oder nur für Zuschauer in, oder beides. Das und nur bei dem einen kann man ja sagen, man lernt dann etwas. Finde ich total, ist total plausibel, ja. Mhm. Also ich will auch noch sagen, ne, Humor lernen, glaube ich persönlich, geht nicht so, also es gibt ja manchmal so Ironie, so Workshops mit Rhetorik, wo man sagt, jetzt zeige ich Ihnen mal. Boah, geil, lass uns bitte irgendwie so einen richtig cheapen Rhetorikkurs uns angucken, ob das wirklich funktioniert, ja, habe genau. Ich so Lust drauf. Ja, aber ich wollte gerade darauf hinaus, wahrscheinlich funktioniert das eben nicht, also der Punkt ist halt, ich habe ja auch zu Anfang gesagt, ne, warum gilt Humor als Attraktivitätszeichen? Weil es ein Signal ist dafür, dass man gesellschaftliche Normen versteht und dass man empathisch gegenüber einer anderen Person ist. Das heißt, die einfachste Art, witzig zu sein, ist halt, sag mal, die Person vielleicht in eine Situation mitzunehmen, in der man vertraut ist. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, ein Restaurant, was man kennt, oder einen Film zu gucken, ein Filmgenre zu gucken, das man kennt, dass man danach über diesen Film sprechen kann, ja, so wenn man so typische Date-Situationen jetzt nimmt oder sowas, und der Person aktiv zuzuhören, zu gucken, was interessiert die, wie versteht sie das, wie versteht sie die Welt und wie kann ich darauf eingehen, und dann ergeben sich die Witze von selbst. Mhm. Also der Trick ist eben nicht, wenn ich Humor habe, verstehe ich, werde ich empathischer und verstehe Normen, sondern wenn ich Normen verstehe und empathisch bin, wächst automatisch mein Humorpotenzial. Mhm. Das ist halt der Trick, glaube ich. Deswegen, also ich glaube, es ist sozusagen so eine kommunikative Metakompetenz, die entsteht aus der Summe von anderen Kompetenzen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch wechselseitig. Ne? Ja. Dadurch, dass man dann gut in Humor ist, ist man ja auch empathischer dann wiederum. So. Also funktioniert auch andersrum wahrscheinlich. Ja, ja. Trotzdem, ja. Ich glaube schon, dass es hilft. Also wenn mich jetzt wirklich jemand fragen würde, kann ich irgendwie üben, witziger zu sein, würde ich halt gucken, ja, okay, guck erstmal, was du selber witzig findest und guck, warum du es witzig findest. Und guck dir Leute an, die witzig sind. Ne? Also man kann ja auch, wenn man auf Stand-Up-Comedy steht oder so, kann man ja gucken, warum findet man das jetzt so witzig? Oder so, warum finde ich Rachel Bloom und Mae Martin so witzig? Meiner Warte zum Beispiel. Ja, ja. Und dann kann man gucken, okay, das und das finde ich jetzt witzig, vielleicht kann ich das auch übernehmen. Aber ich dachte jetzt auch gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt, nehmen wir mal den Bruch der Maxime der Quantität. Ne? Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, Rebecca, wie war denn dein letztes Date oder so? Und dann sage ich ja, ja, das Essen war gut. Oder so. Nee, das ist ja nicht Quantität, das wäre ja... Doch, du hast ja nur über das Essen geredet, nicht über das ganze Date. Oder es könnte aber auch relevant sein, weil ich aufs Thema ein bisschen gewechselt habe. Ja, das genau. Egal, wir wollten ja nicht über wir müssen nicht darüber sprechen. Aber dann lachst du ja nicht. Ne? Ja, also ja. Das ist ja nicht witzig. Klar. Das ist ja nur witzig für die Leute oben, die uns zugucken, als wären wir in der Truman Show oder so. Ja. Die lachen dann kurz vielleicht. Das könnte ein Friends-Gag sein, wenn dann noch die Lacher kommen und ich in dem Moment irgendwie doof gucke. Aber du lachst ja nicht. Das heißt, ich habe ja nicht keinen Witz gemacht. Ja. Also zumindest nicht ja. für dich. Das heißt, da kann ich ja überhaupt nichts gelernt jetzt so. Ja, ja, ja.
Und das ist auch, da kommt ja auch genauso was drin, wie man, also was auch wichtig für Humor ist, sind so persönliche Narrative, finde ich, dass man so kleine Geschichten am Laufen hat und sowas weiß wie, ach Mensch, bei Rebecca sind die Dates immer schlecht oder so, jetzt als Gag. Aber ja, das Essen ist genau, immer aber, gut. Genau, aber eigentlich geht es ihr nur ums Essen oder irgendwie sowas, ja. Das ist sozusagen auch so eine Sache. Also was ich spannend finde, ist, weil du jetzt gerade Rachel Bloom oder Mae Martin genannt hast, ist halt zum Beispiel, was mich immer interessiert hat, ja, auch in meinem Studium, ich habe mich damit auch ein bisschen länger beschäftigt, ist somit, es gibt natürlich offensichtlich, wenn ich sowas sage wie, naja, Humor ist Normenbruch, unter anderem oder Erwartungsbruch, muss ich sagen, naja, Normen wechseln ja auch, ne, und Erwartungen. Mhm. Deswegen können wir auch sowas sagen wie Friends ist an den und den Stellen veraltet oder sowas. Aber es gibt ja auch Humor oder Witze, wo ich das Gefühl habe, die funktionieren eigentlich immer. Es gibt Dinge, die immer noch witzig sind oder so. Ja. Und dann frage ich mich immer, woran liegt das? Gibt es doch sowas wie so Urhumor-Dinge zum Beispiel? Oder ist es immer so eine Sache, wo man so ein System im Verhältnis verstehen muss? Ne? Weil so eine der Aber es gibt ja nichts, was immer für jede Person funktioniert. Also sehr gut funktioniert ja, ne, Dinner for One ist immer witzig, wenn der Typ über die nicht drüber fällt. Also das finde ich zum Beispiel nicht witzig. Ich auch nicht. Aber sehr viele Leute finden das witzig. Ja, aber ja. Das ist ja der Punkt, dass wir beide das nicht witzig finden. Mhm. Zeigt ja, gibt ja eh nichts, was alle Menschen auf dieser Welt witzig finden. So. Aber ich würde behaupten, ein Großteil aller Menschen findet das witzig. Oder? Das ist das Einzige, was mir einfällt, wo viele Leute sagen, dass es witzig ist. Mhm. Und dass es immer noch witzig ist, obwohl du es 50 Mal geguckt hast. Mhm. Was wäre denn dein Beispiel für etwas, was immer witzig ist? Nee, ich meine jetzt nicht ein einzelnes Element, sondern so eine... Ja, du meinst so ein Muster. Aber ja, trotzdem Muster, musst du genau. ein Beispiel für so ein Muster bringen. Ja. Und da geht es ja um so Slapstick. Das ist ja Slapstick wahrscheinlich, ne? Also das ist so ein bisschen so... Wie kann man das denn beschreiben? Also das so eine Mischung aus Situationskomik, aber auch so ein bisschen... Jemand ist so ein bisschen trottelig. Mhm, so das ist ja das Witzige. Ja. Und das wäre ja so ein Muster, was viele Leute, glaube ich, konsistent witzig finden. Mhm, Und ich finde das manchmal auch witzig. Jetzt in dem Fall halt nicht bei Dinner for One, aber ich finde Slapstick an sich auch eher witzig als unwitzig. Also ich meine, das ist wegen Dinner for One auch oder so. Also es kommt hier, passt jetzt nicht eins zu eins dazu, aber ich weiß zum Beispiel aus den Dingen, die ich gelesen habe und über die wir vielleicht genauer in der Humorfolge dann reden können, ist, dass also viel Witz dreht sich oft um Essen, weil Essen erstens eine basale menschliche Dringlichkeit hat, ja, also Menschen brauchen Essen, kennen Kontexte des Essens. Essen hat in vielen Kulturen, ist mit bestimmten Ritualen und bestimmten Verhaltensweisen verbunden. Und es ist typischer, es ist zwar wichtig, aber es ist nicht von einem hohen normativen Wert. Also im Sinne von, wenn ich zum Beispiel Wahl habe zwischen, du kriegst jetzt den besten Cheeseburger der Welt oder du lernst die größte Liebe deines Lebens kennen. Was würden die meisten Leute wählen? Natürlich die größte Liebe, sagen ja, mein Gott, einen Cheeseburger kann ich immer haben, aber die größte Liebe nicht. Aber nicht den besten Cheeseburger. Ja, genau. Und na trotzdem, genau, ne, also du darfst nur ein einziges Mal den besten Cheeseburger essen, aber du lernst die Liebe deines Lebens kennen, würden wir ja wahrscheinlich alle die Liebe meines Lebens. Moment, aber wenn ich den Hamburger nehme, ist die Chance weg, dass ich die Liebe A oder bin. B, genau, Aber ich kann ja trotzdem jemanden kennenlernen und denken, es wäre die Liebe meines Lebens. Ja, das ist jetzt so Philosophie Schritt 3. Aber ich meine es einfach nur so, als sozusagen eine A, bester Burger, B, beste Partnerin. Ja. Und eins, wenn du das eine nimmst, ist das andere für immer weg. Ja. Und du weißt es auch aus einer göttlichen Perspektive, dass es für immer weg ist und nie wiederkommt. Und dann würden wir natürlich alle sagen, ja, natürlich die Partnerin, weil in unserer aktuellen Zeit ist wahrscheinlich Essen nicht so wichtig, wie die perfekte Person zu finden, mit der man zusammenlebt. Und sowas ist ja zum Beispiel, finde ich, so merke ich immer wieder in verschiedensten Komödien oder egal wie alt sie sind oder so, bis heute gibt es immer Figuren, das ist ja auch zum Beispiel auch Joey bei Friends, dem Essen wichtiger ist als zum Beispiel sowas wie, hey, Joey, wie war dein Date? Ja, es war total gut, ich habe mich mit dem mega gut verstanden und sowas wie, aber seht euch wieder, nee, sie hat mir eine Pommes weggegessen oder sowas. Ja, und dann ist das quasi so vorbei und das ist dann halt witzig, weil er hat Essen gegenüber der perfekten Partnerschaft vorgezogen oder so. Ne? Mhm. Also das finde ich, ich kann in jeder Sitcom gibt es immer mal irgendwie sowas wie, jemand findet Essen wichtiger oder so. Okay. Also das meine ich mit diesen Mustern. Ich glaube, sowas könnte ich mir vorstellen. Halt das, könnte sein, ja. Ja, ja.
Wäre auch interessant, wenn man sich neuere Sitcoms anguckt, weil du hast ja ganz am Anfang irgendwie sowas gesagt, da wollte ich schon nachfragen, dann habe ich es irgendwie vergessen, dass das ja so ein Zwischending zwischen so älteren, also Friends, zwischen älteren Sitcoms und so modernen Sitcoms ist. Und da habe ich so überlegt, was denn eine moderne Sitcom jetzt unterscheidet von Friends, weil ich finde auch modernere Sitcoms wie jetzt Modern Family oder so ist ja vielleicht eher eine modernere Sitcom. Finde ich jetzt auch nicht so unterschiedlich, ehrlich gesagt. Ja, das Zu stimmt, das der, stimmt. also ich wüsste jetzt nicht, was das unterscheidet, außer natürlich die Themen und Nee, so. ich habe jetzt Aber schon, jetzt ja so klar. vom Prinzip her wüsste ich gar nicht, was das unterscheidet. Und ich habe auch das Gefühl, dass da primär hier diese Art von Humor auch eine Rolle spielt. Also, oder meinst du jetzt eher so auch vom so Genre-Bending-Sitcoms wie, weiß ich nicht, The Good Place Ja, oder genau, sowas. Dear White Also, People oder so, falls es genau. eine Sitcom ist, weiß ich Ja, nicht. das oder eben natürlich auch eine Crazy Ex-Girlfriend oder sowas, weil ich das Gefühl habe, das sind so Serien, wo man schon sagen würde, die haben, da stehen die Figuren im Vordergrund, auch Ja, aber als das sind auch keine Sitcoms, würde ich sagen. Also, weil das sind ja eher so auch so ja, oder so Dramedies. Comedy-Serien, aber klar, ja, sind sie auch, aber sie werden erstmal sozusagen vor dem Hintergrund von irgendwie ist es auch witzig, also so hier darfst du auch lachen, vermarktet oder sowas, ne? Ja, genau. Also diese Serien, die funktionieren alle ganz anders. Da würde ich mitgehen, aber aber ich glaube, so klassische moderne Sitcoms, die funktionieren meiner Ansicht, also ich habe das jetzt nicht analysiert, aber so vom Gefühl her eher ähnlich. Aber wäre vielleicht interessant, sich das anzugucken, ob Ja, ja, wirklich, ob es da ja. jetzt wirklich einen großen Unterschied gibt zwischen Modern Family und Friends zum Ja, Beispiel. ja. Also was Im ich auch Humor meinte, ist so jetzt. dieser ganz banale Unterschied, der wird halt in der Komödientheorie gemacht, dass es sozusagen in der Komödie wird halt gesagt, die ist eigentlich wie soll ich sagen, ein Witz ist ja eigentlich immer eine Plotbremse, weil immer wenn was Witziges passiert, trägt es ja die Geschichte nicht voran. In den alten klassischen Komödien, ja, also sowas wie der Typ stolpert bei Dinner for One. Das hat ja für die Handlung keinen Mehrwert. Es ist nur für uns als Zuschauende witzig. Während es bei ganz modernen Serien, die eben nicht mehr nur Sitcoms sind, sondern eben darüber hinausgehen, so wie eben Crazy Ex-Girlfriend, kann man sagen, auch Situationen, in denen wir lachen, treiben auch den Plot irgendwie voran, zum Beispiel zumindest indem sie den Charakter weiterentwickeln. Ja? Also wenn die Hauptfigur bei Crazy Ex-Girlfriend so ein Musical-Song singt, der nur in ihrem Kopf sich abspielt und wir sehen ihn als Zuschauende und lachen darüber, passiert zwar in der erzählten Welt gar nichts. Ja, da sagen ja manchmal Leute so: Hey, du guckst schon wieder so komisch ins Leere, was ist denn los oder so? Aber wir wissen, in ihr ist gerade gedanklich was passiert und sie hat sich weiterentwickelt oder sowas. Und das ist Okay, aber ein Schritt Crazy mehr. Ex-Girlfriend ist halt auch ein Meisterwerk. Also, das muss man auch einfach mal an dieser Stelle sagen. Deswegen werden wir auch eine Folge Und dazu sicherlich eine machen. Folge mal dazu machen. Aber genau, aber das ist, wie gesagt, kein Aber klassisches Sitcom. das meine ich nur mit. Ne, Ach so. klassische Sitcoms, klassische Komödien sind, das Witzige hält die Handlung auf. Also Ja, das finde ich, ja, ganz kann ich altes verstehen, ja. Komödienschema ist so etwas wie, also wirklich typisches Schema. Es gab ja früher, wenn so reisende Theatertruppen, die sozusagen so ein bisschen immer die gleichen Rollen gespielt haben, dann gab es immer so den eifersüchtigen Vater, der auf die Tochter aufpasst und dann gab es irgendwie den Mann, der sie liebt, aber irgendwie wegen dem Vater nicht drankommt. Und am Anfang ist das Setup immer, die beiden wollen jetzt endlich heiraten und ausziehen. Der Vater möchte es verhindern und jetzt wird 90 Minuten eigentlich nur dieser Plot gebremst über Witze und Stolpereien und Standardgags und Missverständnisse, bis sie endlich zusammenfinden und der Vater merkt, ach, der ist ja eigentlich ganz nett. Wie auch bei Modern Family ganz oft. Und so, das meine ich. Also, das sind so Muster, die es immer noch gibt. Aber wir haben eben bei anderen modernen Serien gibt es eben da gibt es eine Entwicklung bis zum Schluss, die kannst du aber auch am Anfang gar nicht absehen und so. Und das bleibt das. Ja, ich bin nicht so ganz überzeugt, weil ich habe das Gefühl, dass da reden wir von verschiedenen Genres und das ist ein bisschen unfair, glaube ich, Ja, für die ja. Sitcom. Aber weiß ich nicht, ich bin eh immer dagegen, immer alles so in diese Genregrenzen zu ziehen, aber man muss ja trotzdem gucken, was kann man gut vergleichen, finde Ja, ich. klar. Aber ich wollte ja nur den Unterschied jetzt Nee, klar ich habe machen, dich ne? total Ja, verstanden, ja, ja. ja. Okay. Ja, wir haben schon mehrmals in dieser Folge angedeutet, wir werden auf jeden Fall so eine kleine Reihe auch zu Humor machen, ähnlich wie bei Horror, dass wir uns vielleicht angucken, okay, was gibt es so für Theorien, was witzig ist. Wir gucken uns sicherlich an, was wir persönlich witzig finden. Warum finde ich Rachel Bloom und May Martin so witzig? Warum lacht Paul trotzdem noch über Friends? Was heißt noch? Das hört sich so wertend an, das meine ich nicht so. Warum lacht er auch über Friends? Und dass wir uns aber vielleicht auch irgendwie ein bisschen, vielleicht finden wir irgendeinen geilen Text, der so ein bisschen zeigt, wie kann man überhaupt Humor lernen und wenn ja, wie? Ich fände es sehr cool, wenn wir darüber reden würden. Falls ihr also irgendwas kennt, schreibt uns gerne eine Mail. Oder wenn ihr uns bei YouTube hört, könnt ihr gerne in den YouTube-Kommentaren schreiben. Und wir werden jetzt diese Woche tatsächlich, also in der Zeit der Aufnahme, einen Instagram-Kanal starten. Das heißt, wenn ihr das hört, ist der wahrscheinlich schon da. Vielleicht ist er noch ein bisschen leer, aber ihr könnt uns trotzdem gerne folgen.
Wir werden nämlich den Instagram-Kanal auch ein bisschen nutzen, um besser mit euch zu kommunizieren, dass wir zwischendurch Stories machen, wo wir euch bitten, uns Sachen zu schicken oder kleine Umfragen machen, damit ihr auch ein bisschen interaktiver mit den, bei den Folgen auch teilnehmen könnt. Also analytischer Kaffeeplausch, folgt uns gerne auf Instagram. Genau. Und ja, also so ein bisschen wie wir es auch, deswegen haben wir diese Folge so ein kleiner, wie soll ich sagen, so ein Appetizer für die Horror, für die Humor-Trilogie, so wie wir auch die Horror-Trilogie schon angefangen haben. Damals hatten wir noch nicht ganz so viele FollowerInnen wie jetzt, deswegen vielleicht kriegen wir jetzt schon ein bisschen mehr Feedback. Also alles, was euch zum Thema Humor einfällt, her damit, wir nehmen es gerne. Was ist das Witzigste, die witzigste Serie oder der witzigste Film, den ihr geguckt habt? Wir werden das gerne austesten, ja. Ohne judgy zu sein natürlich. Ohne dass ich judgy bin. Wir wissen wieder, ob Rebecca judgy ist, sollte sich die Folge mit dem Weihnachtsmann anhören. So. Okay, also alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.